Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 3! Ja, bin mal wieder, wie immer, super müde, weil zu wenig Schlaf, wer kennt's nicht? Ja, Licht geht so, ne? Mal gucken. Beziehungsweise eigentlich ist hier, ist nicht so geil. Muss doch nochmal runter machen. So, heute machen wir das mal so. Ist jeden Tag ein bisschen anders, ne? Mal habe ich Lust auf... Also Tageslicht ist geil, Sonnenlicht von hinten auf dem PC ist uncool. Und selbst jetzt scheint es noch krass drauf. Das ist schon doof. Ungültige Checksum für Folge. Oh, stimmt. Ich wollte was gucken. Und zwar, Leute, Ich hab mir. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir. König Grundwert. Ich habe mir. Ja, ist nicht so wichtig, ist egal. Ich habe mir Mods runtergeladen. Aus dem Workshop. Und zwar. Ja, genau. Solche Mods hier. Die Icons hier sind jetzt ein bisschen heller. Hier haben wir jetzt Icons basierend auf der Farbe, was sie machen. Grün zum Beispiel ist jetzt Kaufmann und blau ist jetzt irgendwie, so wie es ausschaut, Frömmigkeit. Und hier haben wir Diplomatie und sowas. Also jetzt haben wir farbige Icons. Das Kampfgeschick schaut anders aus, schaut's mal, okay. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ich weiß, ich muss noch umschalten. Ich hoffe, ich habe umgeschalten. Ja. Ich sehe, dass halt die Kamera... Das ist das Ding. Ich glaube, ich sollte ohne Kamera spielen. Das fällt mir erst jetzt auf. Aber ihr seht ja gar nicht... Ne? Ich müsste mich unten eigentlich hinmachen. Aber da ist mein Wasserzeichen. Unten links ist auch doof. Und ich habe die ganze Zeit die Leute verdeckt. Das ist schlecht gewesen. Rechts sind die ganzen Stats. Deswegen glaube ich, dass ich hier ohne Webcam besser dran bin. Es tut mir leid. Es war dumm. Ne? Es war dumm. Greenscreen habe ich nicht. Werde ich mir auch nicht zulegen. Sorry, guys. Ist einfach so. Und der Rest ist halt meh. Weil hier unten das Tit gehen. Ne? Aber das sind halt dann die Kriege auch teilweise. Wäre jetzt nicht so schlimm, aber doch auch irgendwie wichtig. In der Mitte ist doof. Also ich glaube, hier sind wir ohne Webcam am besten dran. Ja, war dumm von mir. Muss ich künftig beachten. Okay. Gut. Was gab's noch? Ich glaube, es gab irgendwo... Nee. Irgendwas wollte ich noch. Also ich habe ein paar Mods gemacht. Also das mit den Icons war ein bisschen was. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ich habe eine Domäne übrig. Das bedeutet für mich, 30. November, ja, es geht bald los im Kreuzzug. Ich würde mir Innsbruck gern vorher noch holen, aber ist gerade nicht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier Geheimnisse aufspüre gegen Graf Teutbald von Rottenburg. Ne, der macht es. Ich weiß es nicht. Vielleicht um Geld zu scheffeln, weil der hat ein bisschen Geld. Vielleicht für irgendwas anderes, das weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich möchte einen Kreuzzug und Innsbruck. So, und der Kreuzzug ist in 3 Monaten oder so. Und deswegen... bitte beschlaf die noch. Der Typ ist schon 10. Das ist nur mein einziger Erbe bisher, das ist nicht gut. Ich meine, ich habe noch die Prinzessin Ida, aber ganz im Ernst, das ist... Nee. So. Ja. Oh, guckt's mal, mein Wert ist von 22 auf, von 21 auf 22 hoch. Ich glaube aber nicht, dass ich im Reich... Nee, das ist keine Chance. Ich könnte es machen, aktuell, aber Verwaltungswert ist gut, den zu haben ist schon stark.
Ja, also Kreuzzug in ein paar Monaten. Und, weil der Krieg dauert länger, wenn ich jetzt hier Innsbruck angreife, was ich wollen würde tatsächlich, na, dann müsste ich ihm den Krieg erklären. Was ich auch herausgefunden habe, ist, warum mir dieses Ding nicht gehört. Ich hatte ja den Krieg geführt. Na? Für so ein. Hier. Für das Herzogtum Ostfranken. Das war, weil das ihr Anspruch war. Ich habe ihren Anspruch durchgesetzt. Die will die Grafschaft von Nördlingen. Hä, why? Nördlingen gehört mir. Ja, das bin ich. Hat sie Pech gehabt. Das finde ich auch schade. Ich habe ihr diesen Anspruch durchgesetzt. Und jetzt habe ich davon nichts, weil das gehört jemand anderem. Das war dumm. Den Krieg hier zu führen hat mir gar nichts gebracht. Super dumm. Aber okay, ist nicht schlimm. Also da musst du auf, da muss ich aufpassen, wenn ich Kriege führe und Ansprüche von anderen Leuten habe, dass die Leute dann noch bei mir bleiben, wenn ich den Krieg gewinne. Ansonsten bringt das nichts. Deswegen, das ist hier mit Innsbruck so. Ne? Wenn ich hier Anspruch für Dings mache, dann kriegt er diesen Anspruch. Er erhält den Titel. So. Ich erhalte ein schwaches Druckmittel gegen ihn. Ja. Und Ruhm. Ja. Und der verliert was. Und blablub. Aber. Und er wird ein Vasall von mir. So. Und bei der Hiltrude zum Beispiel wäre das auch. Da muss ich genau lesen, was kriege ich nicht. So. Und wenn ich jetzt hier ein Dings machen möchte, Grafschaft von Innsbruck, kann ich ja hier machen, ne? Ziel, Innsbruck, bam. So, dann kann ich das machen. Innerhalb des Ziels werden alle Katarherrscher übernommen und alle katholischen Herrscher zu Vasallen von euch. So. Königreich geht nicht, bin ich nicht fromm genug. Bin noch kein Tugendheld. Ein Königreich zu übernehmen wäre halt krass, aber ist teuer. Ist teuer, ja. So. Oder ein Herzogtum, ne? Ich könnte mir zum Beispiel dieses Herzogtum annektieren hier, Bamberg und blablub. Oder. Das verstehe ich nicht, warum ich ein Herzogtum nehmen kann, das mir schon gehört. Schwaben wäre noch interessant. Na, Salzburg. Das ist auch so eine Frage, aber wenn ich mir jetzt hier ein Herzogtum hole, von Tirol beispielsweise, dann gehört mir das, ja. Aber dann gehört mir das ganze Herzogtum. Und nicht wieder eine einzelne Domäne. Also ich will erstmal die Domäne haben. Dann guck mal, der hat sehr viele. Sehr viele Dinger. Aber das ist gerade nicht gut, weil der hat 4000 Truppen, ich habe 4000 Truppen. Übrigens, ich habe herausgefunden, warum ich keine Boni bekam für meine Aufgebote. Das ist ein Bug. Wenn da 0 pro Monat steht, kurz die Truppen ausheben, auf Pause, sofort wieder entlassen, dann behebt sich das von alleine. Merken, ganz wichtig. So, ich kann immer noch einkerkern. Ich werde Titel erben. Ja. Brauche ich aber gerade nicht. Religion um. Ja. Whatever, ne? Das gehört ihr. Macht kaum Geld, kann nichts, ist egal. Ich habe halt teilweise wirklich Grafschaften an Ecken, die mir nichts bringen. Na, hier hinten zum Beispiel. Das ist so ein bisschen, Da unten. Fürstenberg, Tortona. Whatever. Also ist halt, wie viel Geld gibt mir die denn, die gute Herzogra? Was ist die? Die ist Gräfin Hiltrude. Ja, die steht nicht mal da. Die gibt mir so wenig. Doch hier. 04. Oh! Kreuzzug für England. Da hätte ich letztens auch lesen sollen. Endlich ist die Zeit gekommen, den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von England zu bringen. Mit rechtschaffener Wut. Brennend bricht die von Papst Gregorius aufgestellte große Armee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf.
um mit göttlicher Gerechtigkeit über das Böse zu siegen und sich ihren Platz im Himmelreich zu verdienen. Deus, Deus Vult, Deus, ja, genau, Deus. Okay. Graf Lothar für Kreuz. Genau. Ich wollte mir nochmal den Kreuzzug anschauen. Denn truppentechnisch sieht es für uns sehr gut aus tatsächlich. Nice. Dann sollte ich mal. Ey, diese Musik, ne? Episch. So. Truppen, mach. Hier dauert es 50 Tage. Wenn ich das hier in Augsburg mache, das München, dauert es weniger. Aber, ganz im Ernst, ob ich jetzt 50 Tage hier unten brauche, 45 oder 50 da oben, macht einen riesen Unterschied, weil von hier aus, von da unten nach da oben zu laufen, brauche ich mehrere Monate. Das heißt, wir laufen, wir machen, wir tun. Ist dieser gute Befehlshaber her? Wieso hat der... Okay. Ja, ist der Beste, ist ein Ritter. Das ist ein Ritter. Okay, ich habe nur 13. Ich bin kein guter Kämpfer. Das ist schade, weil... Also, wenn ihr mal schaut, ne? Der Stefan, der war okay. Aber der Gutbert, der war, glaube ich, ein richtig krasser Krieger. Naja, gut. Ich wusste nicht, dass wir schon in dritter Generation jetzt spielen. Das ist heftig. So, also ich sammle noch meine Truppen. Dauert noch ein bisschen. So. Und dieser Krieg. Der Bischof greift das an. Okay. Das ist da oben ist Zeugs. Da drüben ist Zeug in England. Klar, logisch. Und hier drüben in Preußen und das wird schwierig. Ich glaube, ich gehe erstmal hier so hin. Dann bin ich noch nah, weil da muss ich hier durch Niederschlesien und so. Und hier sind immer wieder Leute, die Überfälle machen mit 6000 Truppen und blub. Da will ich nicht reinrennen. Das ist saugefährlich. Ich hätte so gerne eine Heirat, aber das wird mir halt kein Bündnis geben, ne, weil... Das ist schade. Der ist sehr groß. Der ist wirklich groß. Spionage, versuchter Mord. Okay, hier ist jetzt ein, wo ihr sehen könnt, mit Namen. Das wurde jetzt auch hinzugefügt durch eine Mod, fand ich gut. Durch Mods. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspittel ist Graf Teutbald auf ein Geheimnis gestoßen, das Herzog Frotari von Tirol hat. Er steckte hinter dem Anschlag auf Herzogin Uta. Gut, dass meine Cousine überlebte. Schon bald wird man ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Okay. Herzog Frotari von Tirol. Ist das ein Mann? Das sah aus wie eine Frau, Mann. Lol. Okay. Der hat Tirol, Innsbruck und noch was. Das heißt, ich könnte ihn erpressen. Mit einem versuchten Mord. Na, ist ein hartes Ding. Das muss ich gleich machen. Gefallen gegen mich ist ein Sodomit. Kann nicht. Warum eigentlich nicht? Sodomit. Ihr habt kein Druckmittel. Der hat sich nicht erpressen lassen. Ist ein mächtiger Vasall von uns. Aber ich kann ihn nicht erpressen. Dann decken wir es auf. Kann ich nicht. Okay. Ja, könnte ich erpressen. So, schauen wir mal. Ob das läuft. So, Vorzüge verfügbar. Volksmeinung. Plus 50. Das ist sehr stark. Ihr habt ein starkes Druckmittel erhalten. So. Und jetzt kann ich... gar nichts großer. Für
für Schwaben, Einkerkern, Kriege erklären. Ich kann damit nichts machen. Ihr habt ein starkes Druckmittel. Ja, habe ich. Wie kann ich das jetzt benutzen? Das ist halt dumm. Ich dachte, er könnte... Er hat kein Geld, deswegen kann er nicht auch... Na gut, ich hab das erstmal. Der weiß das jetzt auch. Mal schauen. So. Meine Truppen sind ausgehoben und bereit. Dann wollen wir mal nach oben gehen. Und ein bisschen Stress machen, ne? Ja. 9 Ritter. Das ist gut. Herzog Manninghardt. Ja, der soll sterben. Der auch. Die Ausbildung endet. Gertrude. Extravaganter Schwindler. Eine Nichte von mir. Das ist nicht schlecht. Okay. Also, wir laufen jetzt nach oben. Hier ist nämlich Zeug. Lübeck, blablub. Da können wir ein bisschen kämpfen, ein bisschen was einnehmen und so weiter. Es wird sehr spannend, dieser Kreuzzug, weil er erstreckt sich überall. Also das ist nicht wie Jerusalem, man geht hin und man böllert nur dort, sondern hier ist... und wir sind nur 5000 Truppen im Vorteil, das ist nicht viel. Meine Aufgabe sollte es sein, die Feindarmee hier zum Beispiel schon zu vernichten. So schnell wie möglich. Stopp, 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 stopp. Okay. Und die... Warte, warte, warte. Okay. Und die gehen weiter nach oben. So muss ich das machen. Klug spielen. Klar, eine ganz große Superarmee ist nice. Aber den früh zu crushen, es sind 1000 Truppen. Wenn die wegkommen, das wäre ein großer Vorteil. Ne? Wäre ein großer Vorteil. Mein Rang ist bisher 3. Okay, das wird schon noch besser. So. Also ich gehe dem entgegen. Er sagt ausgeglichen, aber das glaube ich überhaupt gar nicht, weil 1000 gegen 3000, nein. So. Und dann holen wir uns dieses Ländchen. Waldverteidigung. Da ist er vielleicht wirklich besser, aber ich kann ihn schon mal in die Bredouille bringen. Feinde treten aus. Das ist schon mal gut. So, ich muss sehr gut aufpassen, was ich jetzt hier mache. Was ich auch gucken wollte, unbedingt, da könnt ihr mich leider nicht erinnern, weil es kein Livestream ist. Aber ich baue ja wild durch die Gegend. Na, 18 Monate. Und ich wollte wissen, wie sich dann, wenn ich hier Zeugs gebaut habe, also ich baue ja hier, ne? Ist sie tot? Erlag ihren Verletzungen. Oh! Oh! Höfling. Okay. Ja, nee, ist egal. Es wäre cool, wenn ich dem sagen könnte, hey, hier, gib mir mal die Grafschaft. Ich habe ein Druckmittel, aber macht er nicht. Aber dann kann ich das wieder lösen. Okay, wo war ich jetzt? Ja, ich wollte gucken, weil ich baue ja hier. Ich glaube, ich baue auch in München irgendwo. Nee, baue ich in Nördlingen irgendwo? Ich glaube, in Ravensburg habe ich noch gebaut, ne? Ja, hier baue ich noch. Baue ich in Ingolstadt. In Ingolstadt baue ich noch. In Burgau glaube ich auch. Okay, krass. Das ist das Ding, also in 18 Monaten. Ich hoffe, ich krieg's gebacken. Wollte ich da mal gucken, wie sich meine Einnahmen verändern. Na, da muss man mal sehen. 18 Monate, also in einem Jahr. Schade, dass man sich keinen Timer stellen kann. Das wäre nice. Ich glaube, ich kann mir das hier auch nicht anpinnen. Nee. Nee. Schade. Na gut, mal sehen. Wo bin ich? Wo bin ich? Okay. So, ich gehe den jetzt hinterher. Da oben ist alles noch in Ordnung. Ich könnte... Das ist eine neutrale Armee, das hilft mir nicht. Das ist egal, okay. So, ich gehe dem hinterher. Ich hoffe, dass der... Nee, will er nicht.
ausgeglichen. Ich habe mehr Truppen. Was hat der für einen Befehlshaber? 9 und 18. 18 ist stark. 18 ist stark. Er hat mehr Konter. Was hat der denn? Speere und Speere. Aber ich habe Bogenkämpfer und die sind gut gegen Plänkler. Und Speere sind Plänkler, oder? Ja. Na, geht eigentlich. Ich meine, er kontert natürlich mit seinen Plänklern meine Fußsoldaten. Warte, leichtes Fußvolk. Das ist schweres Fußvolk. Schafft, das kann der niemals schaffen. Der hat einen Wert von 20. Klar, die Verteidigung ist nice, aber im Ernst, also. Ich muss ihn verfolgen. Ich muss ihn unbedingt verfolgen. Er hat eine höhere Güte, das kann sein. Trotzdem glaube ich, dass das machbar ist. So. Da fährt was durch die Gegend. Ich muss hier so aufpassen, Mann. Zwei Armeen im Blick zu halten ist schwierig. Deswegen auch niedrigste Geschwindigkeit aktuell. In Burgau kann ich nichts mehr bauen. In Goslar könnte ich was bauen. Schaut's mal. Oh, das ist günstig gewesen. Wow. Der Rest ist alles durch. Ja, okay. So. Der haut ab. Die gehen vorbei, was schade ist. So, perfekt. Ich habe sie abgefangen. Mitten im Laufen. Das ist sehr gut. Okay, dann gehen wir rüber hier. Das ist leider gar nichts wert, aber hey. Macht nichts. Wir holen uns, was wir holen können. Nur weil das nichts wert ist, heißt das ja auch nicht, dass da keine Leute sind, ne? Trittkrieg bei. Trittkrieg bei. König. Ist es der Nachfolger? Dänemark. Ne, ist was anderes. Okay. Okay, also. Jetzt sind wir in der frühen Schlachtphase. Geordneter Rückzug. Kann man den machen? Kann ich sagen... Also hier steht geordneter Rückzug möglich. Kann ich den anordnen? Irgendwie. Ich sehe halt keine Knöpfe und nix. Naja. Unser Ritter konnte jemanden verwunden. Das ist gut. 28 gegen 20 ist natürlich schlecht. Der ist besser. Der hat Waldverteidigung, einen besseren Wert. Ne, wir haben 20, der hat 18. Ah, aber er hat niemals aufgeben und Schwerpunkt auf Ritterlichkeit. Okay. Unser Schlachtwurf ist leicht besser, aber der hat halt kaum Truppen. Das gewinnt er nicht. Mit nur 3 Champions gegen 5. So. Da oben sieht noch gut aus. Vielleicht können wir den gefangen nehmen, das wäre sehr gut. So, der ist jetzt besiegt. Und dann... Oh! Es gab Frömmigkeit und Prestige. Und die sind alle gestorben. Das ist stark. Gut, dann folgen wir jetzt da der Truppe. Oder ich schneide den Weg ab. Etwas besser. So, hier sind wir jetzt schon. Andere Armeen haben genug Soldaten, um die Belagerung fortzusetzen. Okay, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Die gehen mal weiter. Hier sehe ich gar nichts. Das ist sehr bedauerlich. Weil Bayern ist sächsisch. Die machen gar nichts. Das ist ja doof. Ja, weil die nicht mitmachen, sehe ich hier nichts. Das ist natürlich bedauerlich. Aber okay, wir belagern. Das sieht gut aus. 150, easy. Da geht gerade nichts. So. Und ich verfolge ihn. Verbündeter tritt bei. Okay. Warte, 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 der ist doch... Der ist nordisch. Das ist eine ganz andere Armee. Aber es ist eine Feindarmee. Ich habe keine Lust jetzt hier in der Feindarmee
Stress zu bekommen, weil der denkt, hier irgendwelchen Schwachsinn machen zu müssen. Was ist denn das hier mit dem Graf, der kämpft um eine Grafschaft Dannaberg? Gut, das kann er machen. Ich hatte mich jetzt so gefreut, dass ich hier was schaffe, aber ich schaffe hier gar nichts. Das ist ein Bauernaufstand, das kann voll egal. Die haben einen 24er, das ist krass. Ja, gucken wir mal. Also da verfolgen wir. Hier belagern wir. Das sieht bisher okay aus. Schlachten gab es noch keine. Vor 6 Monaten. Truppen sind schlechter geworden für uns. Nicht viel, aber ein bisschen. Hier wird auch gekämpft. Das ist in Ordnung, aber leider halt gegen irgendwelche Bumstruppen, die nichts mit dem Kreuzzug zu tun haben. So, Quartiermeister fertiggestellt. Ja, gut, okay. So, die Truppen sind verschwunden. Ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Da sind sie wieder. Mögliche Schlacht. Einen entscheidenden Siegerring. Na gut. So, es wird belagert und belagert. Da kommt Feindtruppen. Küstenreiter. Eigenschaft. Eingeschifft. Minus 30 irgendwas. Kostet Gold. Ja, aber hier minus 30 irgendwas. Okay, das weiß ich nicht, was der Button bedeutet. Schwanger! Oh, gut! Gut, 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 gut. Sie ist schwanger. Sehr schön. So, und hier wird es rumbelagert. Das kann der gerne machen. Sehe ich aber nicht ein. Also, na, ich will hier keine Armeen in meinem Backland haben, die irgendwelchen Schwachsinn machen. Da habe ich keine Lust zu. So, hier wird hoffentlich auch belagert. Ja, sieht gut aus. Ich bin hier alleine. Ich habe das Gefühl, die meisten gehen wirklich nach England rüber und kämpfen dort. Das finde ich aber riskant, weil hier sind so viele Gegnertruppen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Ne? Und wenn ich das durch habe, schaut mal, 6000 Truppen. Das ist gefährlich. Da muss ich aufpassen. So, der rechnet wahrscheinlich nicht mit mir. Denkt sich, ja, egal. 20 gegen 14. Kann ich doch easy wegbröseln, oder? Ja, müsste. So, das Schiff muss ich gut im Auge behalten. Nur noch 700. Wo sind die 1000 Leute hin? Gute Frage. So, das haben wir geschafft. Dann gehen wir jetzt hier weiter. So, wir haben, schaut's mal, wir haben was gemacht. We did a thing. Lübeck, fast 4% für unseren Kreuzzug. Das ist schon mal ein guter Start. 4% haben oder nicht haben. Ich vermeide halt Schlachten, die schwer werden könnten. Weil eine Schlacht zu verlieren tut weh. Da ist es günstiger. Unser Ritter wurde der Kopf abgerissen. Okay, wer war das? Also, aua. Na gut, dann gehen wir jetzt da hoch, holen uns einen neuen Ritter. Alter. Unserem Ritter wurde der Kopf abgerissen. Das ist ja krass. Hallo? Also, aua. Furt zwischen Dings und Bums, okay. Sieg 8. Titelerben, Kriege, Ratsposten. Ja, aber der kann nix. Die kann halt leider auch nichts. Der kann auch nichts. Wie viel Schrecken habe ich denn noch? Zehn nur noch, das ist nicht viel. Na gut. Titel vergeben. Warum? Spinnst du? Nein. Warum sollte ich den Titel geben? Sehe ich nicht ein. Ist der Schuhal von Grafschaft Göttlingen dafür zu sorgen, dass sich euer Reich so eng wie möglich an die Deschurschrift verhält, führt zu mehr Stabilität und weniger Meinungsabzug. Ja, gut. Verlangt den Titel Graf von Göttingen. Ja, kann ich verstehen. Kriegst du aber nicht.
kannst du voll vergessen. Das bleibt meins. Also, sorry, das ist zu gut aktuell. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft, aber aktuell, ne, sehe ich nicht ein. Solange mir das so viel Geld gibt. Ah, ah. Nee. So, der spioniert noch rum. Der Macher Gold. Fingieren muss ich nicht. Der macht gerade Aufgebote. Das ist wichtig, ja. Geheimnis offenbart. Hallöchen. Die hat jemanden ermordet. Krass. Okay. Gut. So. Immer noch 3%. Sieht das ja ganz okay aus, würde ich sagen. Vorschläge, ja, das ist egal. Ihr habt ein Druckmittel erhalten. Die hat sogar Gold. Ja, dann gib mir mal Gold. Das ist halt cool. Ich kann jetzt hier heftige Geheimnisse suchen. Und der ist gut darin. Und die dann einfach für zu Geld machen. Der wird hier auch überfallen von Räubern. Prag. Bäh, lol. Das ist heftig, das ist heftig. So, hier haben wir jetzt einen Ritter. Der kann gar nichts. Sag mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, aber das ist doch doof. Also der mag mich, der darf nicht Ritter werden. Der mag mich, der muss auch nicht Ritter werden. Die Bürgermeister sollten keine Ritter hier werden, wenn die mich mögen. Sorry, also das ist dumm. Weil die sind doch nicht mächtig und nix. Der muss, ja, der muss weg, das ist klar. Das ist nur irgendein Bumsneffe. Okay, pass auf. Lösen wir gleich wieder auf. Weil, nee, ne, also, just no. Was ist das denn? Vasall. Aber der mag mich doch. Das ist doch dumm. Oder? Das ist doch jetzt dumm. Der mag mich doch. Neffe. Der hat nur viele Ansprüche. Dann gehst du da jetzt rein. Bevor der, genau. Wieso wird der Bürgermeister von Göttingen hier ausgehoben? Das ist halt seltsam. Wenn ich das hier unten mache? Immer noch der. Aber der Bürgermeister von... Will ich den denn weghaben? Heereswind? Nee, habe ich gesagt verbieten. Okay, geht nicht, dann ist halt jetzt aktuell ein Ritter weniger. Ich kann Ritter einladen. Go. Machen wir das mal. Okay. Dann ihr geht weiter da hoch. Ist ja wohl klar. So. Zack, zack. Ich müsste bald Geld bekommen. Das wäre sehr nice. Außer ich habe schon bekommen. So. So, da kommen böse Truppen. Aber das hat nichts mit unserem Kreuzzug zu tun. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt kämpfen muss. Ich kann da hochgehen, das gibt auch Geld.
So, jetzt sind wir schon bei einigen Prozenten. Wir haben bereits 2 Schlachten verloren. Schlecht. Aber wir halten Zeugs. Das ist gut. Das ist gut. Kann der was? 17. Oh, den sollten wir anwerben. Ja, Anspannung. Aber ist egal. Ich kann ja irgendwann wieder abhauen. So, Arzt müsste ich noch haben. Genau. Der Bischof, der mag mich auch. Das ist sehr gut. Irgendwann gibt es die hohe Lehnsautorität. Das wird sehr schön. So, 2.000-3.000er Truppen habe ich. Das ist nice. Was ist denn der Wert? Können sich nicht leisten. Pech gehabt. Göttlicher Fokus. Was ist das denn Schönes? Seit etwa einem Monat habe ich immer wieder denselben Traum, in dem ich mich über Theologie unterhalte. Und zwar mit Jesus, Fortuna und St. Brigida. Vielleicht haben sie mich auserwählt, damit ich ihre Kunde verbreite und sie belohnen mich dafür mit ihrem Segen. Ich werde Jesu um Gesundheit und ein langes Leben bitten. Anspannung gestärkt. Das ist sehr stark. Um ein neues Leben und Fruchtbarkeit bitten. Das wäre ultra stark, weil ich bin low an Kindern. Ränkespiel brauche ich nicht. Ich darf es mir nicht anmaßen, auserwählt zu sein. Nö, ich mach Liebhaber. Ich möchte mehr Kinder. Das wäre wichtig. Tatsächlich. Kinder zu haben ist gut. Sehr gut. Die Gesundheit wäre auch nice, ja, aber ich bin noch gesund. Deswegen, das passt schon. Sag mal. Nein, dann geht's doch nicht. Das passt schon. Wo? Das wird gehalten von niemandem. Hä? Doch, das habe ich doch schon. Baronie Dischmarschen. Ja, das haben wir schon. Da geht's weiter. Das kostet 160. Oh. Dänemark? Das kostet ganz viel. Ja, dann machen wir das erstmal so. Die ist ja nicht... Ja, die ist nordisch, das ist egal. Und die sind... Hallo? Ja, ja, die sind... auch nordisch. Okay. Gegen welchen Glauben kämpfen wir denn überhaupt? Ha. Okay. Naja. Aber das zählt nicht dazu. Also es zählt nur... Ja genau, das zählt nicht dazu. Dänemark schon. Dänemark kann ich viel machen. So, zusammenführen. Ja. Fränkisch-Bayerisch, danke, das ist sehr schön. Wir verlieren ein paar Schlachten. Oh, mein Sohn. Das ist schön. Josef. Ja, wieso nicht? Also wir haben einen Sohn bekommen. Das ist gut. Ich finde, das ist schon gut. Den möchte ich auch gleich unterrichten, wenn es geht. Bam. Der wird schon unterrichtet. Was kriegt der? Verwaltung. Ja, das ist... Skandalöse Priester. Oh, oh. Unulf. Mein... Wow. Der katholische Welt war schockiert zu erfahren, dass mein Erzbischof in seinem Haus in Flagranti mit mehreren jungen Dienstboten erwischt worden war. Der arme Gehilfe, der sie entdeckte, musste gar den Blick abwenden. Ja. Während die Übeltäter eigentlich ihre Kleider griffen, sich wieder anzogen. Skandale unter Priester sind zwar nichts Neues, doch ein Vorfall so nah der eigenen Heimat ist schon beunruhigend. Nee. Naja, 10 Anspannung. Dann Bill, was macht der denn? Der ist ausländische Kultur. Wie alt ist denn der? Er ist halt ein Hofarzt. Er ist halt eigentlich ein religiöser Eiferer, ne? What the frick? Das ist halt die Sache. Wenn ich das verdamme, dann mag er mich nicht mehr. Wie viel Geld gibt es? Ja, aber... Die Aufgebote.
Die Frömmigkeit ist besser. Ganz im Ernst, die Frömmigkeit ist besser. Komm. Machen wir das so. Spionage, Mord. Ja. Sie hat einen Komplott zur Ermordung geschmiedet. In dieser Welt ist kein Platz für feige Schwächlinge wie sie. Cool. Dann kann ich ja das jetzt wieder erpressen. Alter, ist heftig. So. Und dann kann ich hier sagen. Das ist die Frage. Warum kann ich das nur hier rüber machen? Ah, kann ich gar nicht. Okay. Die hat Geld und Zeugs. Das ist krass. Das ist echt krass. Okay. Belagerung genommen. Gefangene genommen bei Belagerung. Das ist gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier hoch. Bisher sieht das ja ganz gut aus, würde ich sagen. So, Truppen haben sich auch wieder ein bisschen verbessert. Ich werde hier komplett zerbumst. Nee, neutrale Armee. Das geht mich nichts an. Im Krieg mit Religionskrieg um Grafschaft von Kassel. Ist jetzt die Frage, wenn die Grafschaft von Kassel fällt. Hä? Das gehört mir gar nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist ein Söldnertrupp. Graf Wernicke. Angreifen gegen König Dänemark im Kreuzzug. Ja klar, okay. Hä? Ist der Lehnsherr. Okay, verstehe ich nicht, warum das jetzt hier... Der kämpft gegen Grafschaft von Kassel. Ja gut, pass mal auf hier. Und die verteidigt sich natürlich. Warum machst du das ohne Verbündete? Bist du dumm? Hallo? Das kann mir egal sein. Der hat eh schon keine Dings. Der greift ja an. Diesmal habe ich es richtig gesehen. Er greift an. Lass doch diesen Schwachsinn sein. Holy moly. Also wie dumm. Ich habe den allergrößten Respekt, doch die Würfe sind bereits gefallen. Das kostet mich Prestige? Uff, hätte ich das gewusst. Naja, gut. Ey, wie dumm. Nope. Okay, das ist fast das Geld. Das passt. Nein. Nee, ganz im Ernst. Geh weg, so. Gutes Geschäft. Tschüss, bumm. So, bisher sind wir bei 14%. Das ist halt blöd, was der da macht, ne? Der verliert das volle Kanne. Oh! Besitz zum Steuern. Plus 5%. Das ist nett. Kriegsführungswert des Ratsmarschalls hat es gemacht. Ja, das ist nice. Okay. Die kann mir Lösegeld einbringen. Ja, was ist denn jetzt hier mit dem Druckmittel? Ich habe ein Druckmittel gegen sie. Mord kann nicht von euch aufgedeckt werden. Oh. Ich kann mit dir halt nichts machen, ne? Ich habe nur Druckmittel, aber ich kann es nicht aufdecken. Kann nicht aufgedeckt werden.
okay. Naja gut, schauen wir mal weiter. Wir belagern. Wenn ich jetzt stürmen würde, täte mich das 100 Truppen pro Tag kosten. Das ist nicht gut. Ein Ritter ist eingetroffen. Boah, der ist auch nicht schlecht. Für einen Zehner? Easy. Hat sich aufgelöst. Sehr schön. Flache Erzminen. Das müsste doch wieder Geld geben. Göttingen. Ja. So, dann können wir hier noch weiter bauen. Woanders kann ich ja leider nichts mehr bauen, ne? Das ist nichts, das nichts, das auch nicht. Nee, okay. Ja. Zentrieren bitte, zum Ort springen. Hallo. Macht er nicht. Ist ja dumm. Jetzt so. Wurde gefangen genommen. Okay. Graf Weichhardt. Katarisch, ja, falscher Glaube. Sorry to say, aber das ist halt der falsche Glaube. So, jetzt stürmen wir das Ding noch schnell. Zack, zack. So, das ist... Okay. Bersi. Überfall, sonst macht er nichts. Okay. Ich kann hier noch weiter hoch. Meine Versorgung ist niedrig. Ich bin... low. Ich sollte mal irgendwo anders hin, habe ich das Gefühl. Versorgungsschwelle ist auch wieder niedrig. Wie ist denn die Versorgungsschwelle hier? 1000. 1000 bloß. Hm. Unterversorgt. Minus 5 pro Monat. Das ist nicht gut, weil wenn die sterben, ist es ganz gefährlich. Okay, dann mache ich jetzt etwas. Ich halbiere meine Armeen. So. Die einen gehen dahin. Die anderen gehen dahin. Die gehen dahin. Und die gehen dahin. So, dann hat jetzt jeder seinen ganz eigenen Kram zu tun. Ich glaube, das ist okay. Ich hoffe es zumindest. Schiff ist weg. Sind nur noch bei 10%, weil wir alle Schlachten verlieren. Die machen es mir gerade echt schwer. Den Kreuzzug zu gewinnen, sage ich euch ganz ehrlich. Die verlieren hier alle Schlachten. Guck mal, gut, dass ich da nicht hin bin. Die müssten sich nur einmal sammeln. Fertig. Wollen sie aber nicht. Okay, ich verliere Truppen, aber das ist halt jetzt so. 100 Verluste, 100 Verluste. Ja, gut. Weil ich halt keine benachbarte Grafschaft mehr hier habe, die ich antixeln kann. Aber das ist in Ordnung. Und danach ziehe ich meine Armeen mal zurück. Ne? Und replenische für ein paar Monate und dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. So. Die Versorgung ist immer noch, ja. Ich bin ja jetzt im Feindgebiet, ne? Okay, jetzt passt's. Jetzt passt's. Jetzt passt's. Jetzt bin ich dann sehr gespannt, wenn hier die Belagerungen durch sind, was es dann macht. Mal gucken. Göttingen. Ja, aber die steigt doch. Aber nicht viel. Grundwerte. Heilige Stadt. Ja, okay. Naja, gut. Vielleicht. Leute, lasst es einfach gut sein. Vielleicht sollte ich hier mal. Ja, nee, kann ich gerade nicht. Ich brauche gerade das Aufgebot. Das ist wichtiger. Gräfin, hallo? Ja, aber du kannst halt nichts. Freiheit. Uff. Den kann ich doch sicher irgendwie beeinflussen, oder? Oh, das ist teuer. Das ist teuer tatsächlich.
Lehnsherr hält Herzogtum um de jure. Graf Sunno. Dasing. Hä? Lehnsherr hält Herzogtum de jure. Ja. Achso, der hat Anspruch darauf. Ich habe halt kein Druckmittel gegen den. Das sollte ich mal machen. Wo ist denn mein... 8 Tage. Ja gut, die 8 Tage kann ich jetzt auch noch schnell warten. So. Okay, und jetzt gehst du mal dahin. Graf Sunno. So. Ich habe ein Geheimnis offenbart. Ihr erfuhrt von Konstantine. Ungläubig. Gut, aber das macht ja nichts, ne? Erpressung abgelehnt. Na dann aufdecken. Tschüss. Gut, der ist. Ja. Ich kann damit nichts machen. Ich kann es nicht aufdecken. Weil ich es nicht beweisen kann. Okay, okay. Schade. Fraktion geschaffen. Ja, geh weg. So, hier kommt eine Armee. Das ist natürlich gefährlich. Weil ich habe zwar 1000 Leute. Und einen guten Befehlshaber. Okay, der geht an mir vorbei. Dann ist es in Ordnung. Das geht dann schon. Der will nicht kämpfen. Er hätte halt auch nur 2 Ritter. Ich habe einen. 1000 Bogenschützen. Ich habe Plänkler. Ich glaube, Bogenschützen sind gut gegen Plänkler. Ja, okay. Kann er nicht kämpfen. Und ich habe noch eine Meerenge. Ja, Ritt. So. Nur noch 13%. Kriegspunkte. Besetzte Grafschaften. Ja, ich mache schon gut Stuff hier, ne? Ich versuche den ganzen Schwachsinn zu gewinnen, aber leicht machen sie es mir nicht. So, Geld gab's. So, hier bin ich jetzt versorgt. Okay, ich kann hier stehen bleiben. Trotzdem, es gibt hier nicht mehr viel zu tun. Oh, das kostet sehr viel. Ja, dann bleib erstmal stehen. Pro Monat kriegt er jetzt 20 dazu. Ich weiß sonst nicht, wo soll ich noch hin? Sind die auch alle böse? Ich kann noch nach ganz Schweden und Saarland, ne, theoretisch. Mal schauen, meine Truppen sind ja noch nicht super schwach. Aufgebote sind ein bisschen low, aber generell geht das schon. Ich könnte halt hier rüber, aber... Na, warte mal. Wenigstens bis ich 80 habe. 80 Versorgung, das wäre schon wichtig. Verfallen, ja gut. Ich könnte eine Jagd veranstalten, dann go. So, da kommen Truppen. Feindliche Armee. Häuptling, schlag mich tot. Kämpft er im Krieg? Nein. Der überfällt nur Leute. Okay. Ich habe immer noch nicht. Da. Oh. Oh. Ah nee, der. Hä? Ach, durch den Fluss. Okay. Okay, okay, okay. Druckmittel verfallen. Der kann sich das bald leisten. Gut, der zahlt halt für meine Jagd quasi, ne? So, jetzt haben wir 80. Jetzt können wir weitergehen. Ja, die ganzen Druckmittel verfallen jetzt. Aber das ist in Ordnung. Sieg über die Bestie. Man könnte das Tier für eine Kreaturlegende. Blabla. Ich halte Jagdtrophäe. Das gibt mir mehr Prestige. Oder meine Tochter.
Ida. Nee, komm, mehr Prestige ist gut. So. Die Truppen können da runtergehen. Ich werde ja hier nicht versorgt, ne? Das ist ja... Doch! Doch, ich werde versorgt. Vielleicht sollte ich dann einfach ein bisschen warten. Mal gucken, ob ich versorgt werde. Hier sind jetzt 131. 1351 meine ich. 1351, 1351, 1351. Wird versorgt. Nicht schlecht. Okay, cool. So. Die Versorgung ist nicht gut. Ja. Okay, dann... Ja, dann gehst du halt wieder zurück. So. Dann warte ich ein bisschen, bis sie da voll sind. Das ist halt so, ne? Man muss manchmal einfach auch Geduld haben. Mit Kriegen. Weil wenn ich jetzt sofort wieder weitergehe, unterversorgt bin, das ist nicht gut. So, du guter Kerl. Du verlierst halt volle Kanne. Wenn der mir jetzt eine Grafschaft verliert, kotze ich ab. Rückkehr aus der Wildnis. Okay, was ist denn hier los? Bauernaufstand? Schongau? Und hier auch noch was. Neutrale Armee. Es ist aber eine neutrale Armee. Also, der kämpft halt gegen einen Vasallen. Ich könnte zwar wieder sagen, hier, Kapitulation im Vasallenkrieg erlangen. Aber, ganz im Ernst, meine Vasallen können da ja Krieg führen, wie sie lustig sind, wenn sie wollen. Also, solange mir der Scheiß gehört und ich das Geld krieg, ist mir das relativ egal. Okay, so. Der ist da. Bei 80, der ist bei 80, der ist bei 60, der ist ganz niedrig. Da muss ich noch ein bisschen warten. Würde ich sagen. Bis die auf 100 sind. Okay, so. Weiter geht's. Easy. Weiter geht's. Easy. Ja, passiert. Weiter geht's. Easy. Ja, 16 Gold ist in Ordnung. Und weiter geht's. Easy. Ah. So, bisher haben wir nur 15%, weil... Gehalten... Oh, was ist denn das Kriegs... Das Ziel? Verteidiger hält Kriegsziel. England... Dänemark. Sachsenwahl. Königreich von England hat als... Was, wo sehe ich denn den Hauptsitz? Earl? Ah, hier. Ja gut, aber das sieht ja in Ordnung aus. Also hier sind so viele Truppen von uns. 12.000, blablabla. Ich sehe keinerlei Feinde mehr. Nur noch da hinten. Da kommt... Oh. Sammelt euch doch einfach mal. Einfach mal alles sammeln. Jetzt will der das da alleine einnehmen, oder wie? Sammelt euch doch. Oh Gott. Na gut, kann ich nicht ändern. Also, ne? Gegen Dummheit kann ich nichts tun. Ich kann nur versuchen, so gut wie möglich zu checken, ob die Aufnahme noch läuft, ja. Und, ja. Hier Zeugs einzunehmen. Hier ist niemand. Das ist gut. Das schwächt die Gegner schon, aber... Nope. Nope, das dauert noch. Festmahl veranstalten. Das gibt mir zwar keine Anspannungsverluste, aber... Vasallen und so. Das Gold habe ich, das ist in Ordnung. Versuch's weiter. Versuch's weiter, aber danke. Wenn du jetzt nochmal ein halbes Jahr lang nichts findest, dann in Ordnung. Willkommen, meine Freunde. Festmahl beginnt. So, und ich kann das doch jetzt sicher irgendwo anschauen, oder? Hier kann ich sehen. So, die sind da und die haben abgelehnt. Ja, die mögen mich nicht.
Ne, die mag mich, aber die kann wahrscheinlich einfach nicht. Der mag mich, die nicht. Das ist nur eine Schwester. RIP. Was machen denn die Fraktionen? Ja, gut so. Ja, gut. Okay, so, das wird belagert. Easy. Druckmittel ausgefallen. Ja. Kürzlich verschifft. Minus 30 Gesundheit. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Beim Vorteil. Oh, okay, das ist gefährlich. Eine lobenswerte Leistung. Das heißt mal, bla bla bla, Bürgermeister Sieghardt an Raimonde heran. Okay. Das wäre cool, wenn sie hier noch stehen würde, wie sie zueinander stehen. Aber die Mod insgesamt schon mal cool, dass du weißt, wer wer ist. Welch grandioses Festmahl, ein großes Kompliment an die Gastgeber. Das wäre eigentlich egal. Haushaltsbemühungen. Direkter Vasall, Meinung, Höfling, Gast. 150 Prestige ist nicht zu verachten, tatsächlich. Könnte ich gut brauchen. Und die mag mich trotzdem noch. Hier. Easy. 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 So. Na, also das ist überhaupt gar kein Problem. 14% Windchance, ja, geht so. Der Rest gerade nicht so gut. Na, mal schauen. Okay. Gut. Also, sieht soweit in Ordnung aus, würde ich sagen. Was da unten als auf die Gleichgesinnte, was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Gräfin Hiltrude, die mich nicht mag, ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge. Das ist doch schön. Ich komme ihr näher. Die ist doch perfekt. Dann kann ich doch der ein kleines Geschenk schicken. Oh, das ist ein großes Geschenk. Ja, dann vielleicht nicht. Wenn ich ihr eine Vormundschaft anbiete. Nee, das ist ja. Das ist nicht gut. Wenn ich ihr. Ja, Münde. Nö. Die wurden schon geändert, ne? Ja. Ja, aber es ist schon mal besser. Alle Gäste gehen. Bis zum nächsten Mal. Jeder Gast gewinnt nochmal 20 Mal. Ja, easy. Das heißt, sie mag mich jetzt. Ja, dann müsste es aufhören. Oh. Freundschaft. Herzog Sieghardt. Starb. Onkel und Freund. Oh Sieghardt, wenn ihr noch bei mir wärt, ihr würdet mir sagen, ich solle stark sein. Okay. Warte. Ulm gehört aber noch mir, oder? Ja. Okay. Leerer Ratsposten. Oh, das ist bedauerlich. Graf Sunno. Ah. Ja, dann Graf. Willkommen im Rat. Hast du dir wohl verdient? Der mag mich nicht. Why? Ungeduldig, wütend. Er ist wütend? Warum ist er wütend? Was habe ich getan? Vielleicht ist er aus dem Kerker. Ich habe keine Ahnung. Dann sei wütend. Das ist egal. Das passt. Versorgung ist gleich, Versorgung ist gleich, Versorgung ist gleich, ist gleich. Muss ich im Blick behalten? 7%, weil wir schon wieder Zeugs verlieren. Das ist halt schlimm. Aber ich mache damit schon Geld irgendwie, ne? Das ist schon. Das ist schon okay. So, der haut ab, der macht da sein Krams. Hier verlieren wir halt schon wieder eine Schlacht. 80.000, boah.
Also der Kreuzzug geht schief und meine 5000 Truppen hätten da auch nicht viel geändert, ganz im Ernst. Das ist... Es ist halt immer schwer, wenn man Kreuzzug macht und die KI spielt halt das dumm. Es wäre so viel klüger gewesen, einfach hier überall reinzurennen und das Angriffsziel zu ignorieren. Und wenn man das alles hat, dann kann man immer noch rübergehen, aber... So, ich bekomme geteilte Aufmerksamkeit. Damit darf ich noch drei weitere Domänen halten. Das ist in Ordnung, weil jetzt könnte ich sagen, aber das macht, dass ich mehr Steuern habe, ne? Schaut's mal, 28 mehr Steuern. Wenn ich das wegmache, bin ich nur noch bei 18%. Von 8,6 auf 10,3, das ist ein Riesenunterschied. Das bleibt. Steuer, Geld ist, uff. Money, sage ich da bloß. So. Das heißt, ich könnte mir easy Innsbruck und noch mehr Bums holen. Ne? Mal schauen. Mal schauen. Irgendwann bestimmt. Nur nicht jetzt. Ja, jetzt sind wir bei minus 1%. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt zurück, weil wir verlieren so viele Schlachten. Ich habe eine Kriegsbeteiligung. Wieso sind die so low? 15% bloß. Ich bin Platz 1. Easy. Wo sehe ich denn die Beteiligung? Da wahrscheinlich. Ja. Der kommt ja. Also die kommen. Vergiss das. Was soll denn das? Hallo? Also, bei aller Liebe, das ist halt super random. Ich versuche das wirklich, schaut's mal, wenn wir diese minus 33% nicht hätten, ne, wenn wir nicht alle Schlachten verloren hätten, dann hätten wir nur die 7% Kriegsziel. Wenn das sich hier die Waage geben würde, dann wäre das so gut. Es wäre halt even, sag ich mal. So sind wir halt voll am Popo. Der kann Geld geben. Cool. Die braucht noch ein bisschen. Der auch. Okay, das ist jetzt gefährlich, aber der scheint hier vorbeizuziehen. Ein gutes Geschäft. So. Die vereinen sich, wie es aussieht. Okay. Fahren aneinander vorbei. Ja, das können sie machen. Da kommen. Neutrale Armeen. Wachposten fertiggestellt, das ist gut. So, hier sterben 100 Leute. Geht leider nicht anders. Ich meine, ich könnte warten, aber... Ja, nee, komm. 100 Leute, die abhauen oder so, das ist schon okay. Irgendwann wird halt der Krieg automatisch vorbei sein. Spätestens wenn das gehaltene Ziel die 100% gibt, dann ist halt vorbei. Aber, hey. So ist es halt, ne? Wenn ich alle Armeen auflösen würde, ja, dann. Na gut, also, puh. Schwierig, würde ich mal sagen. Sehr schwierig. Ich habe eine Belagerung wieder gewonnen. Das ist sehr schön. Gehen wir jetzt hier weiter. Dann können wir hier noch weitergehen. König Orson hat einen Krieg gewonnen gegen König Gelia. De jure Grafschaft. Ja, okay. Also wenn sich Könige um eine Grafschaft kloppen, ich meine, werde ich auch bald tun, aber im Ernst. Das erweckt nicht mein Aufsehen und auch keinen Respekt. Belagerung gewonnen. Easy. Also ich mache hier gut Gold, tatsächlich. Gut, der kann sich das nicht leisten. Nope. Der kann sich was leisten. Der noch nicht. Der auch noch nicht. Ja gut, dann nicht, ne? Göttingen. Wird das irgendwann mal höher? 0,2 dauert noch. Ah, geht langsam. Können wir bauen? Dann macht das. Mehr Gold, Versorgungsschwelle, Aufgebote.
Sehr schön. Das ist wichtig. Ein gutes Geschäft. Ich überlege mir gerade tatsächlich, ob ich nicht sagen sollte, ich hole mir von ihm hier dann Tirol. Gesamt-Tirol. Mit Innsbruck, Brixen und was ist noch dabei? Ja, und vielleicht hier so Brechtsgarden oder so. Okay. Er wird es am besten wissen. Dann kannst du ja nochmal gucken, ob du am Hofe vom König was findest. Also Innsbruck will ich haben, weil da hat es ein Sondergebäude. Köln weiß ich hat ein Sondergebäude, aber das ist ein bisschen weit weg. Ja, ist nicht so gut. Oh nein, der ist mächtig. Wow, ist der mächtig. Krass, dagegen bin ich ein kleiner Pups. Uff. Heftig. So, wir haben 9%. Das sieht alles gut aus hier, würde ich sagen. Belagerung gewonnen. Dann geht's weiter da hoch. Meine Söhne, 2 gleich. Oh, wow. Stefan, Emmerich, Godefroy, Halfdan, Gundbert. Ich habe schon so viele Gundberts. Gerard, Wernher, Rüdiger, Herold, Hugbert, Kuno, Ernst? Ernst ist okay. Jesus! Okay. Klar, also... Why not, ne? Mein Sohn Jesus. Meine Fresse, ey. 100 Punkte verliert. Tja, kleine Fliege, da warst du nicht schnell genug. Drecksvieh. Sogar mit dem Stinkefinger erwischt. wenn du da hochgehst, ist auch nicht gut. Also ob ich hier 100 verliere oder da 100, ist eigentlich egal. Und da ist es mehr wert, dann gehen wir dahin. Kann er sich nicht leisten, kann er sich nicht leisten, kann er sich nicht leisten, kann er sich nicht leisten. Pech gehabt. Euch zurückziehen. Gönnung. So. Ich muss sagen, dieser Debuff hier, mit Diplomatie und Verwaltung, der ist doof. Aber das Zurückziehen können für Prestige ist so nützlich. Das ist richtig krass. Übrigens, unterrichten. Unterrichten. So. Warte. Ich dachte, ich kann die unterrichten. Mündel von uns. Mündel von uns. Okay. Was kann der denn? Nichts. Okay, ist der dritte Sohn, ist egal. Wie lange denn noch, bis ich endlich... Boah, dauert immer noch 12 Jahre. Ich weiß nicht. Zusätzliche Steuern. Nice. Danke. Geld ist gut. Oh. Okay. Cool. So. Oh, wir gewinnen auf einmal. Oh, was geht denn jetzt ab? 35%. Besetzte Grafschaften. Herefordshire 11% wert. Ah, maximal 150%. Danach geht nicht mehr. Schaut's mal. Spannend. Man kann es nicht endlos machen. Auch sehr geil. Aber sie haben nicht mehr den Hauptsitz. Der gehört uns. Stimmt das? Die halten das Kriegsziel nicht mehr.
England. Hauptsitz? Das da? Kennt? Katholizismus. Oh, ist der vielleicht rausgedroppt oder hat der das irgendwie geerbt oder so? Oder wusste, also keine Ahnung, weil der war angelsächsisch, katholisch. Weiß ich nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall. Aus irgendeinem Grund haben die das Hauptding nicht mehr. Ich kann doch sicher bei England gucken. De jure. Da dieses Ding hier. Hier wird immer noch von denen. Ah, die sind nicht im Krieg. Hallo? Hä? Das gehört zu uns. Das gehört zu uns. Easy. Das ist geil. Ey, ich mach hier was. Wir gewinnen vielleicht den Kreuzzug. Wir gewinnen vielleicht auch Schlachten. Naja, eher nicht. Aber. Naja, 2, 3, 4. Ja, nee. Nee. Wenn die jetzt einfach nur aufhören, Schlachten zu verlieren, dann könnte ich da vielleicht was machen. Aber sonst. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ist okay. So. Geld. Nope, nope. Immer noch nicht. Fast. Aber wieso sollte ich. Ja, bevor was passiert, komm, um 20 Gold. Schiss ich jetzt nicht rum. Genau, ein gutes Geschäft. Go, go, go. Die Lagerung beendet. Dann können wir gleich darüber noch, oder? Nee, ist kein Feind. Ist kein Feind. Dann gehen wir weiter hoch. Okay. Aufgabe beendet. Geheimnis offenbart. Aha. Perverser. Tja. Gefangene gemacht. Sehr schön. Ihr könnt Zahlungen verlangen. Gönnung. Ich kann die mächtige. Boah, da wollen 5 Stück einen Ratsposten. Okay, pass auf. Du kannst nichts. Pech gehabt. Du kannst nichts. Pech gehabt. Kannst nichts. Pech gehabt. Kannst auch nichts. Pech gehabt. Darf ich dir leider nicht geben. Pech gehabt. Es ist halt leider schade, aber nö. Das ist egal. Das ist egal. Da fehlt noch ein bisschen was. Der ist total am Arsch. Okay, Göttingen, wird das irgendwann besser? Ja, langsam. Okay. So, Belagerung, Radspitzel, Gefangener, Werte. Genau, das haben wir schon. Tschüss, Boom, Go. So. Erpressung. Ja, gut, cool. Da ist kein Befehlshaber dabei. Uff. Ritter und Rivale von euch. Ist ein Ritter in einer Armee. Der muss eigentlich. Wisst ihr, was ich da machen muss? Wisst ihr, was ich hier machen sollte? Weil der mag mich. Passt mal auf. Der ist Ritter. Wo bist du? Du bist in dieser Armee. Der Ritter. Du magst mich ja nicht. So. Und du gehst jetzt irgendwohin sterben. Hier zum Beispiel. Ist mir voll egal. Du gehst dahin und stirbst. So. Ist natürlich doof, dass die das jetzt ein bisschen wieder liften alles. Der holt sich sein Zeugs zurück. Kann ich aber verstehen. Kämpfen aber nicht im Krieg. Aber ist in Ordnung. Ich renne hier halt einmal plündernd komplett durchs Land. Was ich halten kann, kann ich halten, was nicht, nicht. Ist natürlich mies. Aros ist 3,9 wert. Aber wenn sie ein Dings, eine Belagerung aufheben und ich krieg 4 neue, dann ist das schon gut. Warte, 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 warte. Das gehört mir noch nie.
Ah ne, das ist hier das. Genau, okay. Was für ein alter, grummeliger Sack. Nee, wenn ihr nicht zahlen könnt, dann versauern die Leute halt bei mir im Knast. Pech. So, du kannst doch hier bestimmt kämpfen. So, kämpf mal. Das ist halt der Vorteil, ich kann die Leute wirklich in den Tod schicken. Präsenz. Ah, Garnisonsgröße, Kontrolle, Zuwachs. Das ist stark. So, er ist tot. Niederlage. Boom. Ist er tot? Nö. Warum nicht? Welche Ritter habe ich dann? Ist der wenigstens jetzt verletzt oder irgendwas? Oder irgendwie? Oder... Ja, gut. Der ist doch bestimmt in der Fraktion, oder? Wette ich doch. Er ist ein Architekt. Er ist nur in der Fraktion schon wieder drin. Ja, aber die werden doch austreten. Er ist immer noch mein Ritter. Kann ich ihn nochmal ausheben? Ja, gut. Nur der Ritter sollte weg. Okay. Du darfst dich wieder auflösen. Aber du. Du kleiner Ritter, du gehst kämpfen. Dich schicke ich... Ja, das ist halt wichtig. Dich schicke ich... irgendwo dahin. Viel Spaß. So, dann kämpf mal. Wahrscheinlich muss er in einer großen Schlacht kämpfen, damit er stirbt. Sonst zählt das nicht, aber ganz im Ernst. Oh. Oh, da kommt jetzt Stuff. Okay. So, Aros ist weg, ne? Ja. Macht nichts. 400 Truppen, das geht. So, können die jetzt zahlen? Nope, nope, nope. Wird nicht besser. Na, mal schauen. So viel Geld, Prestige und Zeug. Und ich bin noch relativ jung. Ja, ich bin schon fast ein alter Supersack. Aber ist okay. Wie gern würde ich hier bauen, Leute. Aber ich brauche halt... irgendwas. Was brauche ich denn, dass ich das bauen darf? Festungsmauern. Das ist Donjon. Das ist hier, ne? Ne, gut zu Festungsmauern. Hier, ja. Wie doof. 300 Jahre. Okay. 300 Jahre. Ist halt RIP. Gefangene gemacht. So, easy. Noch mehr Gefangene gemacht. Cool. Dann können wir ja weitergehen. Dahin. Dahin. Und vielleicht sogar dahin. Warte, warte, warte. Doch, ja, geht. Grasland. So, Verbündeter, Gefangene gemacht, ist nichts wert. Ist gar nichts wert, ne? Der Lehnsherr hat kein Geld. Ja, das gucke ich mir später alles an. So.
46%. Naja. Naja, naja. Das Ding ist, wir werden halt Schlachten nicht gewinnen. Und nur noch Schlachten, wenn nur noch Schlachten zählen, wird es schwierig. Schauen wir mal. Oh, das ist gefährlich hier. Aber solange er da steht, geht das. Solange er nur da steht, geht das. Gehöfte gebaut. In Göttingen. Ist schön. 52%, okay. So. Verbündeter tritt Krieg bei. Ja. Da ist schon wieder jemand gestorben. Gut, komm, das wird nicht besser. Spionage, versuchter Mord. Aha. Graf Teutbald. Graf Hartwig von Nassau. Der wollte Sika töten. Okay. Das ist ein böser Gierschlund. Uff. Okay. So. Kann nicht aufgedeckt werden. Ich habe bereits ein besseres Druckmittel gegen Hartwig. Habe ich? Dann warte ich da noch ein bisschen. Da, naja, 50 sollte ich schon warten. Warte mal, ich habe ein Druckmittel gegen ihn. Sodomit. Ja. Du, das könnte ich tatsächlich versuchen. Obwohl. Was macht das dann? Fügt 18 Stärke hinzu. Okay. Also erstmal könntest du halt noch helfen. Das macht es sehr viel einfacher. Das wäre relativ einfach. Oh, lass uns mal dabei so, ne? Schauen wir mal. Okay. Solange der da steht, ist in Ordnung. Wenn er aufhört zu stehen und rüberkommt, dann muss ich abhauen. Aber ich habe eine Fortverteidigung, das wird er nicht machen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Den bringen wir jetzt um. Der ist jetzt auf dem Weg irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo er gerade ist. Da drüben. Der ist halt irgendwo dahin. Meine Fresse, keine Ahnung. Das wird schon werden. So, wir belagen. Jetzt sind es nur noch 25%. Weil... wir verlieren viele Grafschaften. Das ist natürlich doof. Wird hier jetzt belagert? Ja, ne? Belagerung gewonnen. Gut. Muss ich da wieder rüber? Schau mal, da ist doch... da... boah. Habe ich Riebe? Habe ich noch. Ar habe ich nicht mehr. Ja, aber dann gehen wir halt einfach höher. Jemand einfach. Weiter. Ein geheimer Tunnel. Erhält Fortschritt oder versteckt Eckenwinkel. Komplottwiderstand, ja, brauche ich nicht. Meine Agentin Leuok
Komm mit einem Stapel Papiere in den Händen zu mir. Ich habe alte Baupläne und Anwesen vom Anwesen von Herzog gefunden. Von Herzog, genau. Sie sind vielleicht irgendwie veraltet, aber schaut hier. Ja, okay. Sehr schön, sehr schön. Festungsstufe ist zu hoch. Ah, ich brauche Belagerungswaffen. Ja, warte, 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 warte. Die habe ich hier. Dann geht's hier jetzt dahin. Das bringt mir dann gar nichts. Dann kannst du mal. Ist halt schlecht, ne? Belagerungsstufe ist zu hoch. Ja, der hat Festungsstufe 2. Was haben wir hier? 4, okay. Ja, dann tauschen wir. Das ist in Ordnung. Jetzt wieder Truppen. Passt. Das ist doof. Wir waren sehr nah dran, aber jetzt sind wir wieder weit weg vom Sieg. Ganz im Ernst, ich habe so viele Punkte. Ich werde, oh, was ich hier Geld bekomme. Also sie halt. Obwohl ich nicht weiß, ob das Sinn macht. Die ist so alt. Der Ehepartner gehört nicht mal zu Kempten. Habe ich jemand besseren? Nichte. Tochter. Die ist verlobt mit ihm. War das nicht eine Dijon-Hochzeit? Ich glaube, es war eine. Bin mir aber nicht mehr sicher. Matrilinear, ja, eben. Das ist viel besser. Die ist auch recht solide tatsächlich. Man kriegt die Prestige des Todes, Geld und Frömmigkeit und. Ja, why not? Wer ist denn favorisiert? Leistet ihr den größten Beitrag? Erhält König bla 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 den Titel. Wenn ihr erhält euer Begünstigter den Haupttitel. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Begünstigten. Beim Sieg wird er ein Teil des Landes im Zierreich erhalten. Favorisierter Kandidat. Okay, lassen wir mal alles so, wie es ist, und dann sehen wir weiter. Okay. Sieht ja bisher okay aus, würde ich mal sagen. Oh. Der geht aber an mir vorbei. Okay. Da muss ich jetzt sehr gut aufpassen. Das ist nämlich sehr gefährlich, was hier passiert. Kämpft der? Verteidigen gegen. Oh, der kämpft in diesem Krieg. Den zu crushen könnte gut sein. Das sollte ich versuchen. Ja. Der will hier kämpfen. Die Belagerung dauert noch. Festungsstufe ist zu hoch. Oh, das ist jetzt bitter. Okay, wenn ich abhau, passiert nichts. Okay, das ist ärgerlich. Hier bleibt's da mal. Jetzt wird's knackig. Die hauen nämlich zurück ab. Okay. Kannst du? Das ist nicht gut. Okay, das ist super schade, weil das war so knapp, aber. Wenn ich bleibe und die Festungsstufe ist jetzt zu hoch, wie auch immer das jetzt passiert ist. Ich komme nicht drüber, ich kann nichts machen und der Fortschritt ist 0,7 pro Tag. Aber dann komme ich nicht mehr weg. Ah, ich will eigentlich keine Schlacht verlieren. Nein, es ist dumm. Es ist schade, aber hey, passiert. Safe ist safe. Wenn ich jetzt dumm spiele, gewinnen wir davon auch nichts. Will der jetzt hier wirklich kämpfen? Spinnt der?
kann nicht sein Ernst sein. Es ist schade, die Belagerung aufgeben zu müssen, aber es passiert halt. Sowas kommt vor. So, wir haben wieder eine Schlacht gewonnen. 12% statt 11, das ist gut. Nein, nein. Ach du Scheiße. Okay. Na, ich sollte, wenn der jetzt dahin geht. Waldverteidigung. So, hier wird gleich gekämpft. Das ist super dumm von ihm. Okay. Ja, wow. Wie lange brauchst du? 20 Tage. Ja, aber der ist doch hier gleich. Nee, warte. 7 Tage. 6 Tage. Oh, oh. Oh, oh. Schaffe ich nicht. Dann hätte ich es auch riskieren können. Ja, schade. Das ist jetzt schade. Ich krieg nicht mal eine Hügelverteidigung. Ich habe auch keinen Befehlshaber. Gegner darbt. Was ist darben? Besserer Befehlshaber. Ich meine, ich könnte jemanden auswählen. Na, dass ich sag, wie wär's mit. Keine Ahnung was, aber ich will hier niemanden verlieren eigentlich. Der hat leichtsinnig. Der ist nicht gut, aber... 12. Höhere Güte. Mehr Eigenschaften. Ja, ist halt... Da sind keine Ritter dabei. Wisst ihr was? Ich könnte jetzt... Ich mach das jetzt mal. Das ist immer noch schlecht, aber es ist halt besser als nichts. Da jetzt zu verlieren tut weh. Kann ich aber nicht ändern. Im Nacken. Ach, jetzt stirbt er gleich. Ihre Spur zu mir muss enden. Ja, nein, ich will nicht aufgedeckt werden. Schade, aber ist halt so. So, die Schlacht werde ich verlieren. Ja, die werde ich krass verlieren. Das ist einfach... Okay, das ist jetzt schade, aber gut. Oh, die wurde komplett vernichtet. Oh, okay, das ist krass. Das ist heftig. Es wird halt schlimm, wenn ich mich aus dem Kampf zurückziehen muss, ne? Dann wird's böse, dann wird's sehr böse. Weil ich habe jetzt viel verloren, tatsächlich. Die Schlacht zu verlieren war nicht gut. Ja. Ich denke mal, ich werde mich jetzt zurückziehen. Mit meiner Armee. Weil der Krieg tobt jetzt schon sehr lange. Glückliche Spionage. Es war nicht, was ich Gräfin Danuta erhofft hatte, als sie geheime Unterhaltungen belauschte. Doch es schadet nicht, jetzt die Wahrheit über Argulf zu kennen. Er ist ungläubig. Aha. Okay. Ah ja. Okay, also das können wir jetzt schnell stürmen. Feinde treten aus Krieg aus. Aha. So, das habe ich jetzt. Aber ich habe nur noch 7 Ritter. Es sieht nicht so super aus. Ich würde jetzt tatsächlich mal nach Hause gehen. Das Verschiffen kostet Gold. 36. Ja, ist halt jetzt so. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Zieh mich zurück. Und mach meine Armeen wieder größer. Das habe ich ja hier, ne? Aufgebote, Verstärkungsrate, bliblablub. Sollte passen. Und dann gehen wir nochmal irgendwo hin und schauen mal, was geht. Vielleicht gehe ich als nächstes Richtung Preußen und hier. Weil in Schweden habe ich viel kaputt gemacht, da gibt es nicht mehr so viel. Mal gucken. Hier, das sieht halt gar nicht so schlecht aus. Tatsächlich. Wenn die mehr Schlachten schlagen und was machen, dann geht das. 16, ja.
Sehr krasser Kreuzzug. Ich hätte nicht gedacht, dass der so heftig war. Nice. So, wir haben bald wieder einen Lebenswandel. Ich möchte ja immer noch Krieg hier unten führen, aber das wird gerade nichts, ne? Ah, was ich aktuell machen könnte, wäre hier den Schwerpunkt. Mehr Einnahmen. Ja. Weil... Bam. Weil... Ja. Passt. Die plus 3 brauche ich gerade nicht. Graf Rugelt hat einen Anspruch auf die Grafschaft. Keine Ahnung was. Ist das ein an meinem Hof? Er ist landlos. Glückwunsch. Sie ist schwanger. Jetzt läuft. Jetzt haben wir viele Kinder. Das ist sehr schön. Das ist schön. Also am Anfang habe ich mir Sorgen gemacht, aber jetzt geht's. So, meine Armee. Ist sie safe? Ist die überhaupt? Ist sie schon da hinten? Okay. So, die wird jetzt verschifft. Wenn ich hier stehen bleibe. Nö, lauf mal weiter hier. Bossler. Da gehst du jetzt hin. Easy. Neuer Lebenswandel. Okay. Architekt freischalten. Jetzt bin ich Architekt. Bauzeitkosten, blablablub. Brauche ich gerade nicht mehr, aber ist ganz gut. Habgierig ist noch stark. So. Achso, ich kann den gerade nicht ändern, weil, ja. Gut, dann bleibt es, wie es ist. Auch in Ordnung. So. Wenn ich die jetzt auflösen würde, bräuchte es 6 Monate. Wow. Wow, okay. Krass. Ich würde hier mal eine neue Armee ausheben. Das dauert ein bisschen. So. Dann. Ein bemerkenswerter Gast. Boah, aber der kann halt auch nichts. So. Diese Truppe rennt jetzt runter. Oder soll sie erstmal chillen? Warte mal, ich muss ja irgendwo hin, wo ich... Ja. Pass auf, das machen wir jetzt so. Ich habe hier einen Versorgungsschwellenwert. Oh, warte, der ist... Ja, ist egal. Komm. Machen das jetzt so. Gehen jetzt erstmal so ein bisschen... So, macht's mal, dass es euch wieder besser geht. Warte mal, was ist denn hier los? So, 20 pro Monat, aber das gehört mir nicht, deswegen gehe ich jetzt hier hin. So. Hier ist dahin. Und ihr? Ihr geht jetzt dahin. Oder dahin. Ist egal. Dahin. Mord unterwegs. Wenn die Zeit reif ist, brauchen meine Agenten einen sicheren Fluchtweg aus der Resistenz. Residenz von Herzog Megenhardt. Für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte. Eine genaue Karte der näheren Umgebung mit allen versteckten Pfaden und Höhlen könnte eine wertvolle Ressource sein. Okay. Ich würde erhalten, weil ich Jungjäger habe, kann ich das selber. Geheimhaltung und Erfolg, okay. Ich kann was bezahlen. Nö, nö, dann mache ich das selber. Hallo? Wenn ich das selber machen kann, easy. Die kriegt das nie hin. 200. Gönnen. Wow. 15. Da kann sich ja gar nichts leisten, der König. Wen habe ich denn da? Ich habe Königin. Ich habe seine Frau gefangen. Ha! Ja, da... Hallo? Eine Königin ist doch wertvoll. Hier, ein kleiner Pupskopf. Kann auch raus. Tschüss. Gutes Geschäft, ja. Erbe ist nicht vermählt. Ja, Stefan wird erwachsen. Leerer Ratsposten. Oh. Knausriger Buchhalter. Das ist nicht schlecht. So ein leerer Ratsposten. Wer ist denn gut? Vasall. Gibt's einen mächtigen Vasall, der was kann? Nö. Dann du. Schade, da ist wohl jemand verstorben oder wurde gefangen genommen oder sonst irgendwas. Werte des Ehepartners. Das bin ich. Nee, das ist sie. Sie ist jetzt auch Architekt. Nice. So, und das stimmt. Mein Erbe ist nicht vermählt. Für den suchen wir jetzt die geilste Braut überhaupt. Umstrittene Abstammung. Ja.
Stimmt, ist aber nicht vererblich, oder? Nee, nur eine Ruhmeigenschaft. So. Du kriegst nur die Beste der Besten. Hallo? Hallo? Genie. So. Die da. Easy. Wir sind fruchtbar und Genie. Bam. Das machen wir. Die kommt dann zu uns. Und dann gibt's fruchtbare Genie-Kinder. Das wird ganz große Klasse. So, meine Prinzen könnte ich auch irgendwann an den Mann bringen. Irgendwann. Hat noch Zeit. Töchter werden verscherbelt. Der Rest nicht so. Was ist da los? Oh, hä? Ich wusste nicht, dass hier plötzlich eine Schlacht stattfindet. Was soll das denn? Uff. Komme ich da noch rechtzeitig an? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja blöd. Hoffentlich schlunze ich jetzt nicht dumm drauf, aber das sollte ich schaffen. Ja, okay, gut. Gut. Bündnis geschmiedet. Nett. Schall und Rauch. Mein Schatz, lasst ihn uns Gundbert nennen. Nach euch, mit dem Kind in den Armen. Noch ein Sohn. Wow. Du magst mich schon. Ich will nicht noch einen Gundbert. Philipp. Philipp ist auch okay. So, habe ich jetzt hier Versorgungswerte? 20. 100. Du gehst mal... Nee. Hallo? So, und ihr könnt hier zurückgehen, bitte. Ja, der kriegt gerade nichts. Das ist ein bisschen doof. Ein Essen zum Sterben. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass er getötet wird, ist 69. Das ist sehr gut. Mordkomplott verliert Fortschritt. Der Mord, den Mord bleiben lassen. Nö. 69. 6 Wahrscheinlichkeit, dass das entdeckt wird. Nö. Das passt. Meine Agenten bereiten sich seit Wochen vor. Der Koch wurde bestochen, schaut weg. Das Gift wurde erworben. Und die Ente ist persönliches Geschenk an ihn. Sie wird mit Gift eingerieben und Kräuterbett überdeckt. Bam. So, schauen wir mal. 69 ist okay. Gesunder Esser. Hat wohl etwas Falsches gegessen. Ich verliere Anspannung. Ich habe ihn überlebt, ich halte Prestige. Bam. Er ist tot. So, tschüss. Damit ist dieses Problem gelöst. Auf wieder tschüssen. So. Easy. So, stehe ich jetzt hier endlich irgendwann mal gut? Kriege ich bitte Versorgung? So. Die müssen noch versorgt werden, das dauert. Ich muss warten, bis meine Armeen wieder ein bisschen voller sind. Das ist schon wichtig, finde ich, weil... Der Krieg läuft gerade nicht so gut. Ratsmitglied verstorben. Neuer Erzbischof. Noch was gestorben. Er mag mich. Das ist gut. Das ist gut. Verbündeter tritt aus. Graf Luke. Neuer Erzbischof. Unulf gestorben. Heirat. Bekanntschaft. Wieder. Wir müssen den Kreuzzug halt bald durchdrücken, ne? So, ich habe so viel Geld und kann nichts machen. Das ist so frustrierend. Ich meine, ich könnte mir Titel holen. Ich könnte natürlich wieder Titel aberkennen und sagen, hier, guck mal, das wird mein Titel, das wird mein Titel, das wird mein Titel. Aber das ist nicht gut. Der wird halt nicht annehmen. Wird nicht annehmen. Und hier geht nichts, weil das alles ihm gehört.
Wird nicht annehmen. Wird nicht annehmen. Wird auch nicht annehmen. Schade, also ich hab die Domänen, ich habe so viele Domänen und kann damit nichts anfangen aus Gründen. Innsbruck möchte ich mir holen. Gibt's denn hier noch irgendeine Grafschaft, irgendwas, was richtig gut wäre zu halten? Kempten. Ich könnte mir Kempten wieder wegnehmen. Aber es wäre halt dumm, ne, ihr jetzt wieder Kempten wegzunehmen. Das wäre halt wieder so. Aber ganz im Ernst, Kempten ist stark. Das hat 4 Gebäude, die ich bauen kann. Ulm. Ulm wäre nice. Hat auch ein Fürstengebäude. Aber wenn ich ihr Ulm wegnehme, wird nicht annehmen. Tyrannei. Ja. Kämpfen wird es auch nicht annehmen. Weil. Persönlichkeit. Nein. Ich habe kein Druckmittel dagegen. Das ist das Ding. Ich würde halt mit dem Geld gern was machen. Ich hätte kein Problem. Aber. Ich hätte kein Problem. Das sind 4000 Truppen. 5000. Das ist okay, mit 5000 kann ich was machen. Okay, jetzt ziehen wir mal los. Darüber. Wenn ich hier rüber wollen würde. Das tät gehen? Okay. Ihr solltet eigentlich aneinander vorbeilaufen und nicht übereinander. Ja. Okay, versuchen wir das mal, dass wir jetzt einfach darüber kommen. Und dann sehen wir weiter. Weil das passt schon. Ich habe jetzt hier einige Leute, das ist in Ordnung. In Innsbruck kann man irgendeinen Bums bauen. Ich hätte das gern, aber ich krieg's nicht. Naja. Wird man sehen, wird man sehen, wird man sehen. Schlachten 27 gewonnen, das ist immer noch gut. 15.000 hier. Da wird wieder eine Schlacht verloren. Ist nicht so toll. Minus 51, krass. RIP. RIP. Der Krieg, also der Kreuzzug, der geht jetzt schon seit wie lange? 6 Jahren. Finde ich krass. Die Kriegsbeteiligung von mir ist halt sick, ne? Also, der zweite Platz hat wie viel? 17.000. König Charles, ja. Schlachten und Belagerung. Und ich hab halt Schlachten, Belagerung und Besetzung. Boom. Fraktion gegen uns geschaffen. Populisten. Ja, das ist egal. Das ist egal. So, weiter geht's. Laufen, laufen, laufen. Komm schon. Go, go, go. Go, go, go. Wir verlieren jetzt immer. In den Krieg rufen. Er setzt Zeugs ein. Gegen den da. Wo ist der denn? Ganz da unten. Ja, komm. Ist okay. Vielleicht kann ich da irgendwann nochmal was machen, aber. So, was sind meine Armeen da drüben? Weiter geht's. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Weiter geht's. Weiter. Immer weitergehen. Einfach weitergehen. Fraktion gegen euch geschaffen. Ja, die kenne ich schon. Okay. Ist gar nichts wert. Aber man kann es besetzen, ne? Ja. Es ist zwar nichts wert, aber man kann es besetzen. Und das sind auch Dinge, die ich tun sollte. Das kann ich nicht besetzen. Okay. Warum nicht? Gehört nicht dazu. Na gut, dann gehen wir jetzt da hoch. Schade natürlich, wenn das nichts wert ist hier. Der Quatschkram. Aber gehört dazu. So.
sprießendes Interesse. Ein Kaufmann hat mir eine Probe einiger Samen geschickt von Pflanzen, die angeblich gut für Gesundheit und Geist sind. Ich muss gestehen, dass ich kaum Erfahrung in der Aufzucht von Pflanzen habe, aber wie schwierig kann das schon sein? Bildungsherausforderung. Das Vorhaben scheitert, doch ich bekomme Sucher des Wissens. Sie wollen einfach nicht. Ja, easy. Sucher des Wissens. Bildung plus 1. Das ist okay. So, zusätzliche Steuern. Geil. Ah, da gab es sogar noch Geld. Cool, weiter geht's. Warte. Kannst doch sicher da unten durch, oder? Dann gehst halt da lang. So. Hier wird belagert. Das ist schön. Wir sind bei 45%. Es wird langsam. Wir gewinnen langsam Schlachten. Irgendwie kriegen sie es langsam hin. Ganz langsam, aber es wird. Nope. Nope. Leute, kriegt's mal euren Haushalt in den Griff. Schlimm. Das ist egal, das ist egal. Die ist ein Verbrecher, aber die macht mir nichts, deswegen ist das egal. Was ist ganz unten? Euch zurückziehen. Brauche ich gerade tatsächlich nicht. Mir geht's gut. Mir geht's echt gut. Das ist richtig nice. Richtig, richtig schön sogar. So, ich mache mir mal ein bisschen Fenster hoch. Moment kurz. So. Okay, dokeli, so. Ich glaube, ich werde heute mal Fritten essen später. Mal schauen. Hatte ich schon lange keine mehr gemacht. Oder Reis und Frühlingsrolle mit Zeugs, mal gucken. So, das haben wir geschafft. Das ist gut. Wir müssen ja da irgendwie rübergehen, ne? So. So. Nö, du kannst doch. Geh doch bitte unten rum. Einfach unten rum. Da kommt was. Niederlage. Ja, sie haben wahrscheinlich irgendwen gefangen genommen. Passiert. Stamm. Okay. Strange. Versorgung sieht noch okay aus. Passt. Das passt auch. So, weiter geht's. Gefangene genommen. Und 4 weitere wurden gefangen. Wow. Wow. Krass. Eine neue Vereinbarung. Mein Vasall Graf Imnachar hat einen Vertrag mit mir, der recht großzügig ist und ihn von vielen Pflichten entbindet, die ich für gewöhnlich von meinen Vasallen erwarte. Okay. Ja, kann man so sagen. Wenn ich ihn dazu bringen könnte, freiwillig mehr Verpflichtungen einzugehen, würde das dem Reich langfristig helfen. Hä? Ja, langfristig. Hä? Nee. Überreden. Nee. Der mag mich eh schon nicht. Nö, nö, passt. Ich bin aktuell zufrieden. Solange sie nicht aufmucken, lasse ich alles, wie es ist. Schaut euch das Gold an. Was habe ich für Geld? Ich könnte den Kölner Dom 5-mal bauen wahrscheinlich. Hier drüben. Und was immer in Innsbruck ist, auch. Köln wäre halt krass, ne? Ich finde schade, dass diese Sondergebäude so versteckt sind. Weil woher sollst du wissen, wo es die gibt? Ne? Das ist so... Und manchmal gibt es die vielleicht auch in der... Oh, ich muss übrigens gucken. Das wollte ich ja schauen. Schaut's mal. Ich habe voll verpasst zu checken, ob ich jetzt mehr Geld bekomme. Weil jetzt dieser ganze Bums gebaut ist. Aber wahrscheinlich schon.
Tegenheim. Tegenheim. Keine Ahnung, Regensburg. Gehört schon eben hier. Besitztümer. Tempel. Okay. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier eine Burg zu bauen. Aber ich baue jetzt hier eine Burg. So. In Burgau kann ich nichts bauen. In Nördlingen. Kann ich noch einen Tempel bauen? In Ingolstadt. Sind die drei Slots schon voll? In Regensburg nicht. Da kann ich tatsächlich noch einen Tempel bauen. Ich kann endlich das Geld mal benutzen. Leute, das ist gut. München. Stadt. Okay. Burgau. Ist schon fertig? Nördlingen? Da kann ich auch noch was bauen. Okay. Augsburg wird schon gebaut. Das ist gut. Jetzt geht das Geld endlich mal wieder runter. Das ist sehr schön. In Regensburg. Kann ich zwei Dinger bauen? Nein. Regensburg hat vier Slots, das ist auch wichtig. So, wie geht's meinen Armeen? Gut. Passt. In den Krieg rufen. Weg ist es. Also der wird das nie hinkriegen. Das Geld. Die sind so broke. Was können wir machen? Ist jetzt nicht gut, aber na, das werden die eh nie hinkriegen. Krass, dass die sich das alle nicht leisten können. Ja gut, das ist ja auch belagert und gefangen und alles. Ne? Ich warte halt, sonst muss da jetzt nichts machen. Ränkespiel, du kannst wieder auf Suche gehen. Genau. Belagerung gewonnen. So, der macht das. Der macht Steuern. Steuern sind gerade gut. Ich würde allerdings gern auch die Kultur ein bisschen fördern. Das wäre jetzt langsam auch mal wieder wichtig. Ja, da unten ist egal. Das drüben interessiert mich nicht. Dauert 3 Jahre. Weil Gold, klar. Na, wenn ich das mache, schauen wir mal. Ja, okay. Ist gut. Aber ich habe aktuell Gold und es geht. Es geht, es geht, es geht. Machen wir mal jetzt 3 Jahre Kultur. Ich glaube, ist halt falsch. Ich glaube, ist so falsch. Kannst du... unbesetzt. Das ist halt schlecht. Der ist bayerisch und katholisch. Das passt. Das kann ich eigentlich mit dem machen. Der mag mich nicht mehr. Warum? Ich kämpfe halt fett heftig in deinem Bumskram. Ja gut, ich habe den dreimal um Gold gegeben. Aber hallo. Ich habe sogar bald das Gold. Die Frömmigkeit, um groß was zu machen. Mal gucken, ob ich das dann mache. Aber wahrscheinlich erstmal nicht. So, irgendwann haben wir eine Belagerung gewonnen. Ja, los geht's. Können wir auch noch belagern. Easy. 50 zu 50? Ey, es ist ein krasser Kreuzzug, das sag ich euch. Zermürbung. Darbend. Ich habe kein Versorgungskrams mehr. Wie schaut denn hier die Versorgung aus? Die ist sehr gering. Okay, dann halbieren wir die Armee. Und eine Armee geht jetzt da runter.
Und die andere Armee geht jetzt da hoch. Festungsstufe 3, Festungsstufe 2. Ich habe hier keine Onaga. Schauen wir mal. Warte, warte, warte. Du kannst auch da bleiben. Genau, du bleibst da. Die kriegen jetzt auch Plus. Angeblich. Schauen wir mal. Die haben noch ein bisschen. Also nicht viel. Dann schauen wir mal. Ja, nee, warte mal. Ich will nicht zu viele Truppen verlieren. Das ist schon gefährlich. Okay. Die sind immer noch Darben. Das ist nicht gut. Ja, aber jetzt kriegen sie wieder nichts, ne? Das ist doch doof. Bekommen die jetzt was? Sieht so aus. So, die haben 65. Wir halten wieder Zeug, oder? Wie heißt denn das hier? Das heißt Truso. Ja, aber die gehören doch dazu. Die gehören doch zum Krieg dazu. Na eben. Naja, ich mach das mal. Also, ne? Uff. Das ist gut. Ich könnte wieder jagen gehen. Muss ich aber gerade gar nicht. Bin ich angespannt. Ich könnte aber mal ein Komplott machen. Schaut's mal. Ich bin... Wer ist denn wirklich stark? Mit wem könnte ich mich denn gut stellen? Mit dem zum Beispiel. Wenn ich mich mit dem gut stelle, dass der mich mag, wäre der Papst wichtiger? Oh Gott, sorry. Okay, der hat nur Prinzen, genau wie ich. Der hat eine Prinzessin, aber die ist... So, der will nicht. Ja. Ja, hätte mich auch gewundert. Okay, ich beeinflusse ihn mal. Schauen wir mal. Die Jagd könnte ich machen. Das gibt wieder Prestige. Dann beeinflussen wir jetzt mal ihn. Gucken wir mal, was das so macht. Ein gutes Geschäft. Hast du noch mehr Geld? Boah. Neuer Vorzug. So, jetzt. Ihr könnt Thronanspruch gegen Lehnsherrn. Brauche ich nicht mehr. Das ist stark. Das wäre richtig stark. Tyrannei minus 5. Okay. Liebenswert. Das ist stark. Das ist nicht so nützlich. Das ist, das wäre cool. Das wäre stark, ja. Gehen wir mal hier runter. Geld. So. Affäre. Gut zu wissen. Herzog Hartwig. Er hat Steiermark okay. Mit wem? Keine Ahnung. Ist egal. So, du kannst darüber gehen. Ihr belagert schon. Du kannst darunter gehen. Du kannst darüber gehen. So, schauen wir mal, was das jetzt macht. Ich bräuchte einen Hofarzt. Ja. Suchen wir mal. Vielleicht finden wir einen richtig guten Hofarzt. Ach so. Schauen wir mal an meinen Hof. Wir hatten richtig guten Bildungswert. 11.
Alter, nur ungebildete Bauerntölpel hier. Ja, RIP, okay. Nach der Jagd sucht man einen Arzt. Und wenn wir keinen finden, dann wird's der Bischof. Das ist immer gut. Ich erhalte Jagdtrophäe. Okay. Ernst von Kempten. Nö. Die Gräfin. Nö. Jagdtrophäe. Mehr Prestige ist immer gut. Dann werde ich erhaben, dann kriege ich mehr Ritter, weltliche Meinung. Bam, bam, bam. Free. So, ich bin gut versorgt. Hallo, lauf doch mal. Unterversorgt, aber das geht noch. Gut versorgt, passt. Darben, das ist schlecht. Die müssen warten. Und wir kehren zurück. Easy. So, dann kann ich jetzt einen Arzt suchen. Ich könnte wieder ein Fest mal veranstalten. Das ist immer gut, aber ist gerade auch teuer. Muss ich jetzt nicht. Und Anspruchsteller hat sich nie gelohnt. Dynastie der vielen Kronen. Mindestens 10 Mitglieder der Kempten-Dynastie. Verwaltung, Prestige, Vasall, Aufgebotsgröße, Hofarzt. Die ist gut. Die ist gut. Das ist eine gute Ärztin, da gebe ich auch gerne mal Geld aus. So. Mindestens 10 Mitglieder der Kempten-Dynastie. Ich habe 1 von 10? Hä? Ich kann wieder was freischalten. Ah. Ja, aber ich bleibe jetzt hier. Aber, hallo? Ein neues Großreich? Wow, da bin ich aber noch weit weg von. 3 Königreiche. Okay. Krass. Hier gibt's noch richtig schöne Sachen zu tun. Die sind von Kempten. Die nicht. Die sind alle nicht von Kempten. Die sind von Kempten. Die nicht. Ich bin das Oberhaupt, klar, easy. Kempten, alles Kempten. Ja gut, ich werde hier wahrscheinlich richtig dann Kinder böllern müssen, damit das geht, aber schauen wir mal. So, mein Sohn, der Prinz, der ist verloren. Oh, die ist im Gefängnis. Die ist bucklig. Nee, sie ist ein Bastard. Das ist egal. Aber die muss freikommen. Das wäre wichtig. Wenn die heiraten sollen. Ja, was bist du? Lüstern? Religiös, eifer und fleißig. Naja. So, hier oben, das sieht safe aus. Die können sich immer noch nichts leisten. Gold ist halt nichts. Gibt halt nichts mehr, ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass hier diese Belagerung irgendwas dazu beiträgt. Also, schauen wir mal. Wir sind jetzt hier fast fertig. Wir sind bei 58%. 58%. Das war's. Okay, dann Störkomplotte. Immer noch 58%. Ich glaube, hier geht nichts mehr. Also hier drüben, das bringt nichts. Es geht um das Königreich von England. Interessanterweise hat Dänemark dazu gezählt. Das war seltsam. Kleinkönigreich Kent, Herzogtum, Essex, Ostanglien. Hier hat's alles, ne? Aber... Wahlfenster. Oh, interessant. Die haben Wahlen. Kaiserreich Britannien. England gehört dazu. Das gehört dazu. So, aber wieso zählen denn dann bitteschön
diese Dinge dazu, wie Dänemark und so weiter. Ne? Also hier, wenn ich gucke, Baronie von Lübeck zählt dazu. Warum? Warum zählt Lübeck aus Dänemark dabei zu? Was hat denn Lübeck mit England zu tun? Ist Teil von einem Herzogtum, Königreich Dänemark, Kaiserreich Skandinavien. So, Dänemark, ja. Da gehört der ganze Bums dazu. Da ist der. Der ist in diesem Krieg dabei. Okay. Schön. Und das hier? Verteidigend gegen Kreuzzug. So, Preußen. Also das ist seltsam. Verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber gut. Haben wir das jetzt eingenommen? Ja. Also hier zu kämpfen bringt mir gar nichts. Da oben, das war viel besser. Genau, England wollen sie. Das ist sehr, sehr seltsam. Ich verstehe es nicht. Weil das hier bringt mir alles nichts. Deswegen. Ja. Ich führe jetzt meine Armeen zusammen, mache hier noch schnell fertig und dann renne ich rüber oder so. Oder wieder hoch, wo es was gebracht hat. Weil das hier ist schon sehr eigenartig. So, geht's mal da irgendwie hin. Die ist schon wieder schwanger, geil. So, schön stürmen. 66, 66, bleibt sich gleich. So. Nee, nicht verschiffen. Nein, 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 nicht verschiffen. Okay. Gut. Ansonsten gibt es gerade nichts zu tun. Nope, 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 nope. Ah, das ist okay. Seid gegrüßt. Ich habe herausgefunden, dass Graf Imacher ererbte, was soll man ihm auferlegen, mehr an euch zu zahlen? Er ist ein mächtiger Vasall. Schwaches Druckmittel. Wie viele Steuern zahlt er dann? Hm. 0,3. Ja. Ja, gut, dann ne, Pech gehabt. Danke. Gefangener, gut, gut, gut. So, werden hier die Aufgebote verstärkt? Langsam, ja. Okay. Dann warten wir jetzt, bis die halt. Der ist voll. Weiter geht's. Lübeck hört uns ja schon, ne? Also. Mein Sohn, schon wieder ein Sohn, Albrecht. Krass, die gewährt mir nur Söhne. Das ist heftig. Kriegspunkte, wir haben es bald. Mein Krieg greift König von Dänemark an. Ah, pass auf. Das zählt, weil er hat das Königreich von Dänemark. Er hat diesen ganzen Quatschkram. Diesen Quatschkram, da war ich. Das da. Das da. Das da. Okay, seltsam. Eigenartig, dass das hier dazu zählt. Oder zählt es überhaupt?
Steckholm. Varnamo? Wir haben es fast. Wahrscheinlich werden da nicht alle angezeigt. Sondern nur die wichtigsten. Na gut. 97%. Ich glaube, ich kann mich jetzt zurückziehen. Wir haben es geschafft. Ist durch. Prozent. So. Entwicklungsverhandlungen. Aha. Angeregte Entwicklung. Das ist gut. So. Kreuzzug ist siegreich. Am Anfang sah das so schlecht aus, aber wir haben es geschafft. St. Georg hat König Saxbald den Sieg im Heiligen Krieg um England geschenkt, nachdem sie König Gudmundr und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwang unsere Krieger, die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Nun, da die besetzten Lande fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben, welch ein glorreicher Tag für alle wahren Glauben. St. Georg ist mit uns, kein direkter Effekt. Gut. Sieg. Kreuzzug für Königreich von England. Wir haben den von Papst Gregorius dem V. angeführten Krieg gegen König Gudmundr von Dänemark gewonnen. Titel im Zielkönigreich werden an die Begünstigten vergeben. Gold und Frömmigkeit werden unter den Teilnehmern verteilt. König Sexbald hat Königreich von England erhalten. Warum? Warum erhält der das? Und nicht ich. Alle Titel im Zielkönigreich werden unter den Begünstigten aufgeteilt, basierend auf deren Beteiligung. Aha. Okay. Gut. 15 Gold wurde verteilt. Ich erhalte 300. Ich erhalte 800 Frömmigkeit. Ah, das ist geil. Ich erhalte 3000 Prestige. Was mache ich denn damit? Eifer wurde um 30 gesenkt von Katholizismus. Why? Eifer von Asantu wurde erhöht, okay. Begünstigter Rang 1, Anteil an der Kasse, so sei es. Sie hat Titel erhalten. Da drüben, zwei Dingsies. Durham? Das erbe ich. Das ist ja nice, das würde ich erben. Sie hat einen Ehepartner. Hoffentlich kommt es dann nach Kempten, das Zeug. Aber das war mal drin, ja. Durham. Da gibt's doch eine Kathedrale, oder? Nee, ich dachte, da gibt's die Durham-Kathedrale. Schade. Und? Bistum. Und was hat sie noch? Hallo? Das Herzogtum, das gehört ihr. Ich bin ein Haupterbe. Danach erbt Prinz Stefan das ganze Herzogtum, das Earltum. Hier hat es ein Sondergebäude. Geil. Hradrinswall. Der ist auch hier. Der ist überall da. Lull. Okay. Ja, nice. Neues Besitztum errichten kann ich nicht. Aber ist cool. Also das da oben würde ich vielleicht erben. Nice. So, was mache ich jetzt mit der ganzen Frömmigkeit? Ich muss erstmal meine Armeen auflösen. So, ich bin in keinem Krieg mehr. Das ist gut. Wo ist mein... So, wenn ich jetzt hier Armeen aushebe, kostet es 44 Tage. Ich kann Krieg führen. Der ist schwach. Innsbruck. Ich möchte mindestens die Grafschaft. Warte mal.
Kann ich keinen Glaubenskrieg mehr machen? Der ist wieder katholisch geworden. Scheibenkleister. Also das bringt mir halt... Ich meine, der Graf... Ja... Okay, pass auf. Graf Luther wird Vasall von mir und erhält ein Herzogtum. Der hat da zwar einen Anspruch drauf, aber... Der hat schon Brixen und Dings und der hat noch Anspruch auf... Herzogtum? Steiermark. Uff. Okay... Nürnberg. Ne. Graz. Leibniz. Ja gut, kann ich ihm die Steiermark geben? Könnte ich auch, aber sie sind ebenbürtig. Warte mal, warte mal, warte mal. Auf einmal ist er ebenbürtig? Oh! Das Bündnis wollte ich haben. Mist! Das ist jetzt doof. Was ist das denn für ein Angebot? Leute, hä? Okay, also ich kann hier dieses Ding fingieren, aber das ist nicht gut, weil... Die ist verlobt. Ja, nee, das ist egal. Der da. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der Typ! Hat ein Bündnis mit ihnen. Durch Heirat vom König mit der Prinzessin. Der ist 18 und hat so einen Bart. Sein Vater ist tot. Ja, aber ist halt ebenbürtig. Das ist nicht gut. Weil meine Truppen, meine Verbündeten sind sehr weit weg. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Habe ich noch irgendwo Ansprüche, die ich stellen kann? Eichstätt, aber das gehört schon zu mir. Das auch. Das auch. Das nicht. Bamberg. Naumberg. Ja, kann man sich holen, ne? Aber ist jetzt halt nicht geil. Könnte ich machen, aber ich will jetzt nicht random irgendwohin expandieren, nur um expandiert zu haben. Das macht halt keinen Sinn. Ja, okay, das könnte ich machen. Das wäre ein schneller Sieg. Aber ich erhalte halt... Keine Ahnung. Also, das macht gar keinen Sinn. Und die Grafschaft Ravensburg... Ja gut. St. Gallen. Geht so. Leute, das ist halt... Die Kirche zu mir. Ich meine, der würde das sicher gut tun, wenn St. Gallen an ihr gehört, ne? Aber... Weiß nicht, das kann die sich doch selber holen, Mädchen. Du bist doch stark. Du hast 1400. Die hat nix. Greif sie an, hol's dir, mach Rip und Tschüss. Ich wollte Innsbruck. Ich will Innsbruck. Aber dann habe ich halt gleich wieder hier Stress. Was hat die denn?
Warte. Wird ein Vasall von Graf Luther. Mega wird. Ja, aber. Der wäre so schwach. Das kannst du voll vergessen. Das wird teuer. Den kann ich easy umbringen. Da, ja. Das wäre gut. Das ist easy. Oder wird nicht annehmen. Oder mag mich nicht. Wo steht denn das normalerweise, dieses Anspruch? Bei Diplomatie. Nope. Kann ich nicht. Na gut, dann ist das Einfachste, ihn umzubringen. Easy umbringen. Das Bündnis auflösen. Und dann das Reich überfallen. Weil. Ich könnte nochmal auf Pilgerreise gehen. Ja. Sollen wir nochmal nach Jerusalem? Vatikanstadt. Nee, Jerusalem ist größer. Nach Köln. Ach, ich bitte dich. Vatikanstadt. Wo ist denn Vatikanstadt? Da war ich auch noch nicht. Gehen wir mal nach Vatikanstadt. So. Ich wollte eigentlich hier verbessern. Ich meine, das ist bei 95,95. Besser geht's nicht, aber. Ja. Okay. Trotzdem möchte ich gerne irgendeinen Krieg führen. Kann ich hier irgendwas machen? Hat der irgendwo eine Grafschaft, die richtig toll ist? Na, also wenn er eine Grafschaft hat, die richtig, richtig nice ist, dann würde ich mir das holen. Aber sieht bisher nicht so aus. Ja, und zu weit weg ist auch gefährlich. Was geht hier? Die gehört schon zu mir, ne? Nö. Hat der denn eine coole Grafschaft? Nee. Fulda, Hannover, Hildesheim. Nee. Nee. Ja, bedauerlich, sehr bedauerlich, weil. Was habe ich davon? Klar, ich könnte sagen, hier, okay. Anspruch von ihr. Bam. Ne? Bisschen Prestige weghauen. So, und dann mach mal ein paar Truppen hin und holen wir uns das für sie. Ist ja auch in Ordnung. So, aber es ist halt so dumm. So, wir reisen ab. So. Ja, hast verloren, bist tot. So, easy. Die Tränen von St. Nikolaus. Also, der will wieder
Zeugs machen. Ich bleibe jetzt aber in meinem Zelt. Ich werde jetzt nicht krank. Ich habe zu viel zu verlieren. Das war vorhin lustig, aber jetzt ist es das nicht. So. Alle Wege führen nach Rom. Ich habe den heiligen Pfad bestimmt. Pilger strömen aus der gesamten christlichen Welt nach Rom. Die einen folgen der Via Francigena. Meine Fresse. Andere weniger bekannten Pfaden. Die einen folgen der andere weniger bekannten. Am Ende finden wir uns alle hier ein. Am Petersdom. An der letzten Ruhestätte des großen Heiligen selbst. Als ich gemeinsam mit den anderen Pilgern hier stehe, fühle ich ein Gefühl von ernster Einigkeit und Gemeinschaft zwischen den Versammelten, die auf ihren Reisen allesamt die verschiedenen Prüfungen erleiden mussten. Bams, danke. Kann ich meinen Glaubensbruder Oberhaupt beeinflussen? Okay, nein. So, der haut ab, der hat Pech gehabt. Meine sterbliche Hülle tut das Nötigste. Immer schlimmer. Oh oh. Okay. Richards präsentierte mir einen verkohlten Katzenkadaver und wollte, dass ich mich göttlich an ihm tat. Während ich aß, erzählte sie, dass sie das fette Katzentier stundenlang kreuz und quer durch mein Anwesen gejagt hatte. Ich glaube, sie wollte mein Lob für diese harte Arbeit, doch der ekelhafte Geschmack meines Mahls ließ mich schweigen. Die fette Speise trug nicht dazu bei, meinen Zustand zu verbessern. Ehrlich gesagt fühle ich mich sogar noch schlechter. Boah. Uff. Toll. Arzt hat verkackt. Dabei ist die eigentlich gut, ne? Aber... Uff. Das ist nicht gut, Leute. Das ist ganz schlecht. Die Rückkehr. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ja, aber ich bin halt krank. Mir geht's schlecht. Ich muss was für meine Gesundheit tun. Wertvolle Geisel genommen. Kann ich die auslösen? Kann ich irgendwen auslösen? Weiß nicht. Die ist 300 Truppen schwer. Das ist halt nichts wert. Easy. Sind alle nichts wert, die Leute. So, Forderung erzwingen. Boom. So sei es. Das gehört jetzt nicht direkt mir, sondern ihr, aber das ist in Ordnung. Also, ich kann alle wieder auflösen. Sie ist jetzt Vasallin von mir, das ist okay. Glaube ich, dachte ich. Hallo? Okay, gut. Das hier. Weit unterleben. Ravensburg. Das ist ein kleines Ding. Würde ich aber machen. So. Wow. Es abgeht mal. So, easy. Dann geht doch mal rüber. So, dann Festung stürmen, sobald es geht. Easy. Ich habe den Titel erhalten. Sei es, gehört mir. Ravensburg ist mein. Okay. Kann ich natürlich ausbauen, werde ich auch machen. So. Mein altes Ich. Oh, ich bin wieder gesund. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Holy, 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 moly, 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 schnoly, doly. Okay, ich kann hier noch was bauen. Eine Burg zum Beispiel. Ich habe doch hier jetzt auch eine Burg gebaut, oder? Ja. Niederen Adel verleihen. Verleiht diese Baronie an ein zufälliges, bemerkenswertes Mitglied des niederen Adels. Was macht das dann? Lechrein.
Wenn ich das mache, gehört's nicht mehr mir. Der ist jetzt ein Baron. Okay. Zahlt er die ganzen Steuern? Warte. Eine Baronie gilt nicht als... Ja... Ich wollte es halt wissen, was das... Ich habe plus 28... Es kann mir so egal sein. Ganz im Ernst. Es kann mir so egal sein. Ein Komplott bei Hofe. Das gucke ich mir gleich an. So. Also war vielleicht dumm, ne? Aber... Baronie, Lechrein. Ich weiß nicht, was das jetzt macht, aber gut. Naja. So. Mein Ratspitzel kommt zu mir. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand will die Königin ermorden. Stören. Unbedingt stören. Also meine Königin, hallo, die ist schwanger. Was soll das denn? Vorzug. So, Vasallensteuer. Die ist gerade bei 3,9. Wenn ich hier drauf gehe, geht sie auf 4,3 hoch. Das ist okay. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es klug war, hier diese Baronie zu bauen, aber... Das ist halt eine Burg, das ist noch eine Burg. Baronie. Steuer 04. Krieg ich diese Baronie? Also krieg ich diese... Krieg ich... Baronie von Augsburg macht mir Geld. Ja. Vasallen steuern. Baron Eberhard. Ah. Baron Eberhard, macht er mir Gold. Andere Vasallen. Schade, dass mir das nicht angezeigt wird. Gibt es keine genaue... Oh, was ist das denn? Pilsen ist so groß. Ah ja. Dann gib mir doch mal Pilsen. Alter, wenn Pilsen so groß ist, sollte ich das halten. Ja, und Ingolstadt hole ich mir natürlich auch noch. Na, ist klar. Was stand da gerade? Ketzerei. Katara in Rock. Achso, ja, es wird ein neues... Nachfrage zur Investition. Königin Raimond kümmert sich sorgfältig um die Finanzverwaltung meines Haushalts. Das ist ziemlich gut. Und am Ende dieses Jahres haben wir weit mehr Gold als erwartet. Wie sollen wir es am besten verwenden, Gemahl? Veranstaltet ein prächtiges Abendessen. Hm. Kontrollstufe, angeregte Entwicklung. Grafschaft von Augsburg. Ja, aber Augsburg ist super. Gesteigerte Verteidigung. Das wäre wichtig. Jeder mächtige Vasall gewinnt 20 Meinung. Das wäre auch stark. Brauche ich gerade aber nicht. Dann... Komplottwiderstand. Weil jemand will meine Königin ermorden. Das gibt's natürlich nicht. Ja, holen wir uns Pilsen. So, Hausmitglieder, du kommst mit, du bist mir zu weit weg, wo bist du denn? Pff, nee, wird nicht annehmen, lol, sag ich da nur, lol. Da.
oben. Ja, komm, mach mit, ist egal. Der kann sich das nicht leisten. Nee, nö. Warte, warte, wie alt ist der? Ja, komm, der stirbt bald. Hol mal lieber Geld. Soll ich jetzt alle mal raushauen? Ich glaube, ich hau jetzt alle einfach mal raus. Alles raus, was geht. Alles raus, was geht. Ist voll egal. Sie können sich's nicht leisten. Sie werden sich's nie leisten können. Oh, oh, Spiel stürzt ab. Oh! Spiel stürzt komplett ab! Paradox Crash Reporter. Okay, okay. Schade. Jetzt bin ich gespannt, wo ich zurückgehen muss. Er macht Autosaves, aber ich glaube nur alle 6 Monate. Upload failed. Unknown error. Ja, dann leck mich. Okay, uff. Uff, ich habe ewig nicht gespeichert. Ich glaube, ich habe Autosaves, aber... Crash. Das ist ungeil. Ich drück mal auf Fortsetzen. Da wird er den letzten Spielstand fortsetzen. Ich weiß nicht, wie weit zurück ich liege. Vielleicht sollte ich doch... Lieber, ich habe da glaube ich nur auf 6 Monate gestellt. Das ist nicht so gut. Oh je. Ich speichere halt selten, ne? Die Einstellung muss ich ändern. Ich hatte nie einen Crash, deswegen öl. Aber wenn der jetzt 6 Monate... Habe ich ein Jahr gemacht? Ich habe nicht jeden Monat geautosaved, das wüsste ich. Sollte ich aber. Es war mir halt so riskant, ne? Aber... Im Nachhinein war es dumm. Na gut, mal schauen, was geht. Also ich habe die Grafschaft übernommen. Ich habe irgendwelchen. Ich werde nicht alles wieder genauso machen können, wie ich es jetzt gemacht habe. Das wird nicht gehen. Aber. Puh. Ja. Sehr schwierig, das Ganze. So, jetzt lädt das natürlich ewig. Das ist auch so ein Ding. Manchmal, dieses Spiel initialisieren dauert teilweise bei mir 10 Minuten. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so lang dauert. Ich will jetzt keine Pause machen. Das ist keine Pause, die ich machen möchte jetzt. Deswegen, nö. Sehr bedauerlich. Crash. Das ist halt... Crash ist Aua. Crash ist richtig Aua und richtig böse. Okay. Das muss ich mir jetzt nicht anschauen, das gibt's später. Also da muss ich jetzt leider einfach warten. Ich will zumindest wissen, wie weit zurück ich jetzt liege bei dem Schwachsinn. Weil da ist jetzt viel passiert und naja, ne? Sehr knifflig, ganz im Ernst. Sehr knifflig. Okay, da sind wir wieder. Gut. Ich habe eine Menge Geld. Das da, da bin ich noch weit weg. Aber das ist in Ordnung. Jetzt schauen wir mal. Das nehme ich gerade ein. Einstellungen. Spiel. Jedes Jahr. Mach jeden Monat. Okay. Ist okay. Ist jetzt nicht schlimm. Ich nehme das schnell ein. Rückkehr. Ich bin, glaube ich, immer noch krank. So, sobald wir eine Presche haben, können wir stürmen. Gewonnen. Forderung erzwingen. So sei es. Dankeschön. Du möchtest doch bitte an mein Vasallentum kommen. Dankeschön. Truppen auflösen. Auf Wiedersehen. Dann hier das gleiche nochmal machen. Alle auflösen. Krieg erklären. Grafschaft, bumm, ausgezeichnet, ausheben, rüberrennen, fertig.
So. Okay. Genau. Oh, hier ist was anderes. Geflügelter Bote. Eigentlich wollte ich jetzt ja sagen, dass er Komplotte stören soll, weil ich habe ja von der Frau erfahren, das wird jetzt auch nicht weg sein. Ich habe 10 Ritter. Nice. Okay, Motten gebaut. Augsburg ist fertig mit Lech irgendwas. Gibt mir das der Lech. 0,5 gibt er mir. Okay, mal schauen. Mein Komplott... Da mein Komplott sich der Umsetzung nähert, ist eine rasche Verständigung entscheidend. Ich habe eine besonders schlaue Taube, die Deva nutzen könnte, um nötigenfalls einige Botschaften an mich zu schicken. Kostet Geld. Das Geschenk erhält Brieftaube plus 10%. Erhält involviert. Nö. Ich habe schon 95%. Brauche ich nicht. Ne? So, Cousine wurde gefangen genommen. Das ist nicht so nice, aber das ist auch egal. So, die ist jetzt schwanger. Kann ich stürmen? Nein. Der hat mir. Ende. Forderung erzwingen. Tschüss. So. So sei es. Dann auflösen. Auf Wiedersehen. Ravensburg gehört mir. Können wir bauen. Das haben wir gebaut. Lech rein. Welle und Türme, das macht erstmal Sinn. Dann gehört dieses Bistum mir. Ich baue eine Stadt. Ja, Besitztum meine ich natürlich. So. Okay. Genau, die Ketzen, das ist in Ordnung. Ich habe einen Lebenswandel, da bin ich bei Heeresgold gegangen. Vasallensteuer, die gehen jetzt hoch. 4,5. So, wenn ich das jetzt abgebe. An den niederen Adel. Dann kriege ich das nicht. Na, das ist dann weg. Ich meine, die 0,5 sind aber nicht schlimm. Das geht von 34,7. Ja, ist nicht wirklich, ist nicht schlimm. Kriegt er, kann er machen, ist egal. So, dann will ich immer noch das da oben haben. Pilsen, weil Pilsen ist eine sehr große Grafschaft. Ne? Guck mal. Die ist auch groß. Schaut mal, wie groß das hier alles ist. Vielleicht ist es dumm, dorthin zu gehen. Ich meine, aber hier ist so klein alles. Schaut mal, hier 3 Gebäude, hier... weiß nicht. München. Da kann ich noch was bauen. Hallo? Da kann ich auch noch was bauen. Bauen wir nochmal eine Stadt. Stadt macht doch Geld, ne? Stadt macht doch richtig schön Geld. Irgendwann. Stadt. Ingolstadt ist voll. Nördlingen ist voll. Burgau ist voll. Augsburg ist jetzt auch voll. München, da wird gebaut. Das passt. Und Ravensburg gehört mir. Da wird auch gebaut. Eine Stadt. Easy. Okay, gut. Tschüss. Ja, brauche ich Pilsen jetzt aktuell? Ich kann da eh nichts bauen, deswegen, ich habe gerade kein Geld. Ah, ich wollte nach Geld gucken. Ich kann Krieger klären. Das gucke ich mir gleich mal an. Ich kann ihn um Gold bitten. Mach, hau raus. Zahlungen. Der ist alt, habe ich gesagt, ne? Tschüss. Die da. Ist auch alt. Tschüss. So, das ist egal, das ist egal, das ist egal, das ist egal. Der wird sich eh nie was leisten können. Ich hau jetzt alles raus, was geht. Können wir mal laufen lassen. Weil die werden sich das nie leisten können. Deswegen, was soll's, ne? Alle raus aus meinem Kerker. Dings der offenen Tür. Oh, da war was. Ich hätte was. Oh. Ich sollte nicht immer alles wegklicken. Seht ihr das jetzt überhaupt? Ist jetzt wieder der Screen da? Ja. Okay, gut. So, die Königin kann ich freilassen. Du gehst weg. Ein gutes Geschäft. Ein gutes Geschäft. Bündnis. Aber die ist doch schlecht. 100 Truppen. Die sitzt da hinten. Ist egal, ist egal, ist egal.
Die will Ratsposten. Hat Pech gehabt. Gutes Geschäft. Kann nix. Pech gehabt. Kann nix. Pech gehabt. Kann auch nichts. Pech gehabt. Sorry. Nein, gibt's nicht. Bei aller Liebe nicht. Ein gutes Geschäft. Gefangene freigelassen. Organisiertes Aufgebotsdienst. Das ist auch schon alt. Gefangene gemacht. Belagerung gewonnen. Motte, Gefangene. So. Bla bla bum bum. Frankfurt. Oh, interessant. Ja. Ravensburg hat mir. Schwäbisch. Kultur fördern. Der hat es da oben fast. Dann warten wir noch schnell. Kannst Leute ausbilden. Oder Aufgebote. Boah. Ich habe fast 7500 Truppen. Das ist mächtig. Kriege. Um was? Ansbach. Zollern. Herzogtum. Uff. Das wäre halt geil. Wie lang geht denn das Komplott noch? 3 Monate. Sie ist nicht länger schwanger. Oh. Okay. Also ich fände das geil, ein Herzogtum. Gewehr. Na, Herzogtum ist nice. Hausmitglieder rufen. Du kommst mit. Du kommst mit. Ich verliere Hohenburg. Ist nichts wert. Hohenburg. Weil der Haupterb, ja, dann hole ich mir das irgendwann wieder. Ravensburg, ja, das mache ich bald. Na, schaut's mal. Es geht gut runter hier. So, Nördlingen wird angegriffen. Aber das ist dumm. Höhere Güte. Ernsthaft? Das halte ich für ein Gerücht, sorry. Hat die sich Söldner geholt? Von Herrscher befehligt, ja. Hat sich aufgelöst, tritt bei, ist egal, ist egal, ist egal. Oh. Also, bei aller Liebe, das ist doch easy gewonnen. Ausgeglichen, das stimmt nicht. Das kann nicht ausgeglichen sein. Westfranken, ein Herzogtum. Die hat einen Anspruch vom Königreich Bayern. Die ist alt. Teuer. Teuer. Sehr teuer. Wieso habe ich so viel Gold? Wo kommt das Gold her? Leute! Katarisch-Fränkisch. Landlos. Ja, mal schauen. Jetzt machen wir erstmal das hier. Ja, der haut ab. Wusste es doch. Von wegen ausgeglichen. Ich bitte. Befehlshaber befördert. Der ist gut. Höhere Güte, mehr Kriegsvolk kommt da. Ja, okay. Ich meine, das Kriegsvolk, was er hat, ist nicht schlecht. 2000 aufgebaut. Aber ich habe halt 1000 mal mehr Leute.
Das ist halt einfach besser. Ja, RIP 500, was ist da das Problem? Zerstört, tschüss. Vasallin wurde gefangen genommen, also das passiert schon. So, jetzt. Schlacht von Schellklingen. Unser Wert ist niedriger. Unser Ritter konnte jemanden verwunden, ist gut. Es geht weiter. Unser Ritter hat jemanden verstümmelt. Auch interessant. Unser Ritter konnte jemanden verwunden. Auch okay. Das ist wirklich relativ gut. Ritter und Bauern. Angesichts des jüngsten Bauernaufstands in Salzburg hat einer meiner Agenten einen sehr besonderen Vorschlag gemacht, wie man König loswerden könnte. Mit Münzen in richtigen Taschen und Agitatoren. An jeder Ecke könnten wir einen Aufstand provozieren, wenn der König auf der Straße unterwegs ist. So, der stirbt jetzt. Ja, der Balken bewegt sich zugunsten von uns. Ritter und Bauern. König Wolfari ist tot, erschlagen und niedergetrampelt von seinen eigenen Untertanen. Die wütenden Bauern drehten durch, als sie ihren Lehnsherrn durch die Straßen reiten sahen, und sie zerrten ihn und mehrere seiner Ritter von den Pferden, um sie zu Tode zu prügeln. Tja, Neffe von mir war das. Ups. Zahlreiche Bauern wurden gehängt, unter ihnen auch meine Agitatoren. Das bedeutet, dass der Vorfall nicht zu mir zurückgefolgt werden kann. Yay. So, und jetzt ist es wieder katharisch und fränkisch. Das wollte ich. Tut ihr natürlich weh, ne? Pech gehabt. Der arme Typ. Aber, so ist es halt. Und das bedeutet, dass ich mir das hier bald holen kann. Ich brauch's dann gar nicht mehr fingieren. Ich hab's jetzt gemacht. Warte. Ja, das Geld zahle ich dann. Leerer Ratsposten. Oh. Go, du kannst was. Sonno ist verstorben. Ja, schade für ihn, ne? Brauche ich die denn? Wie schaut denn der Krieg aus? Sehr gut. Angeblich. Ich meine, der will da auch noch mit rein, ne? Das ist halt dumm. Schafft er nicht. Seid gegrüßt, mein empfindsamer Lehnsherr. Ich biete eurer Ratskandler Gräfin bereits einige Wochen Obdach, und sie hat wirklich sehr dabei geholfen, die Pracht des Reichs aufzuzeigen. Es ist mir schlichtweg eine Ehre, euer Vasall zu sein. Schön, Bürgermeister, schön, schön. So, wir kämpfen hier immer noch. Wir gewinnen das knallhart. Tschüss. Es kommen noch Verstärkungen dazu. Seid gegrüßt. Ja, komm. Anspruch ist mein. Gefangen genommen. So, die rennen jetzt hier auch drauf. Auf meine 5000 Truppen. Sein Kind überleben. Stefan wurde ermordet. Mein Prinz. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Das ist furchtbar. Der war nämlich fruchtbar und alles. Das war echt gut. Meine Güte, das ist... Oh Mann, alle meine Kinder sterben weg. Der war 21. Gut, umstrittener Abstammung, aber der war halt fruchtbar. Knausiger Buchhalter, der war gut. Der stört jetzt Komplotte. Oh wow. Das ist fies. Gut, ich kann jetzt aber zurückziehen machen. Das ist gut. Und Festmahl bringt mir nichts. Aber ja, kann ich bald wieder machen. So, diese Armee halt in den Krieg rufen. Feinde.
whatever. So. Bündnis geschmiedet. Okay, großartige Arbeit. Was hat er gemacht? Die Kultur. Das ist gut. Dann kannst du doch die Kultur auch fördern in... Oder du machst einfach Geld. Ist auch in Ordnung. Bauzeit. Das können wir mal machen. So. Los geht's. Wir werden schon wieder Nördlingen haben, kann auch voll vergessen. Oh, ich renne dir tausendmal hinterher, ist in Ordnung. So, da hat er wahrscheinlich Hügelverteidigung. Ist aber egal. Er hat keine Hüte. Schafft er nicht. Sundgau. Ja, weiß nicht. Nee. Nee. Okay. Ratsmarschall-Ritter, der ist gut. Wow, ist der viel wert. Gut. Holy moly! Ausgezeichnet. So, wir haben wieder mal gewonnen. Ja, warte, warte, warte. Hier wird doch wieder gekämpft, oder? Ich weiß nicht, was er da versucht, aber er verliert halt Schlacht um Schlacht und rennt rein und einfach nur Mitte runter ist halt nicht so gutes Geschäft, gutes Geschäft. Uff. Ja gut, aber ich habe ja da drüben auch easy einen Sohn einfach weggenatzt, ne? Mit 95%. Das war so einfach. Deswegen. Plackerei und harte Arbeit. Fleißig. Ja. Mein Sohn und Erbe ist schon sehr lange begeistert von einem der Hausritter. Nachdem er ihn endlich persönlich kennenlernen durfte, wiederholt er die Worte des Ritters. Gebetsmühlen arbeitet hart, arbeitet hart, dann könnt ihr alles meistern. Yes. Please. Ausgezeichnet. Die machen auch mit. Sehr schön. Ich habe jetzt noch immer noch nichts gemacht. Ich bin hier dauernd nur am Kämpfen. So, der stirbt doch jetzt wieder weg. Easy. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich war ja am Anfang hier auch so mit 200, 900 Truppen und so. Und dann sieht man irgendwo, wo tausende Truppen rumlaufen. Man denkt sich, was machen die da? Und jetzt bin ich so groß und denke mir, ja, hier dieses kleine Bumsdings ist voll egal. Was soll das? Interessiert mich. Egal. Das ist krass. Das ist sehr krass. So, bald müsste ich das endlich bekommen. Dann brauche ich Geld. Ich habe so viel Geld. What the fuck? Ja, nee. Also, nee. Nö. Nee. Ah, ich kann jemanden vasalisieren. Wird nicht annehmen. Warum nicht? Anspruchsteller auf Titel. Vorhin wäre es gegangen, jetzt geht's nicht mehr. Dabei wäre das cool gewesen. Nee.
Ja, das auf gar keinen Fall. Dann bleibst halt da hinten in Zollern hocken und versauerst, ist mir doch egal. So, in dem Krieg gewinnen wir auch, obwohl wir da gar nichts machen. Easy. So, zack, zack. Gewonnen. So. Forderung ist, ihr werdet sämtliche Titel erobern. Bam. So sei es. Okay, Ansbach gehört mir. Ich dachte, ich bekomme jetzt mehr Krams. Wieso habe ich jetzt hier zwei Armeen stehen? Ansbach gehört mir. Will ich Ansbach? Ich dachte, ich krieg das ganze Herzogtum. Jetzt habe ich Ansbach. Was will ich denn mit Ansbach? Na gut, dann holen wir uns jetzt noch Innsbruck. Genau. Entweder ich mache Stress mit ihm. Durch Prestige oder durch Frömmigkeit, dass ich mir durch Frömmigkeit kann ich mir kann ich ich könnte Alter, das wäre heftig. Aber ich hole mir erstmal nur Innsbruck. Aber da warte ich noch kurz, bis meine Truppen wieder auf dem Damm sind. Das ist wichtig. Ja. Okay. Ansbach wird bitte bayerisch. Dauert ja nur 4 Jahre. So, der macht Zeugs. Fingieren muss ich nicht. Bekehren ist nicht so gut. Vor allem bekehren dauert lange. Das ist halt das Ding. Wenn ich jetzt hier irgendwo was bekehren möchte, in Grüningen zum Beispiel, dann steht ja, es dauert 8 Jahre. Aachen zum Beispiel dauert auch 8 Jahre. Das ist halt schon nett. Hey. Ich wollte das nicht ablehnen. Okay. Das ist halt doof. Ich habe jetzt Escape gedrückt, jetzt ist es weg. Meh. Hä, wo kämpfen die denn noch? Ah, okay. Ja, das schafft ihr alleine. Da brauche ich nichts machen. Geschenkt. So, ich speichere. Nicht, dass das Spiel wieder abkackt. Dankeschön. So. Ravensburg können wir bauen. Ja, ein paar Jagdkasernen. Ein paar Kasernen sind nicht schlecht. Tempel und so ein Krams. So. Gut. München. Die Stadt, das kann der alleine bauen. Das ist mir egal. Also ich mache nur Dinge, die mir selber gehören, wie München und so. Regensburg baut noch. Ingolstadt, passt. Nördlingen, auch. Ansbach, easy. Moment. Okay. Bauen wir beide auf. Verdacht von Hexerei. Blutverschwörer, dies wird mir von einer Gruppe Dorf aus Nördlingen. Biltrude aus Nürnberg. Beweise, sie ist hübsch. Eine weise Frau, ja, anscheinend nicht. Laut den Dorfbewohnern sind ihre finsteren Praktiken schuld an bösen Ereignissen im Dorf und sie fordern, dass sie hingerichtet wird. Ich würde 300 Verwaltungslebenswandel erhalten, aber Anspannung, weil ich ein religiöser Eiferer bin. Und sie erhält aufgebrachte Bauern. Sie muss brennen für ihre Verbrechen.
Uff. Ja, dann muss er dann brennen. Also Verwaltungszeugs wäre cool gewesen, aber dann brenn halt. Dann brenne. Brenne, 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 Hexe. Böse Hexe brenne. Gegen Hexen, ne? Pech gehabt. So, schauen wir mal, was hier diese Erpresser reinmachen. Ich habe ein Druckmittel bekommen. Okay. Ihr könnt Philipp einen Vormund vorweisen. Ja. Summe aller Werte. Okay. Ich kann Zahlungen verlangen. Nice. Gib Geld. Cool. Das ist nice. Das ist sehr nice. Geld ist halt richtig geil. So, machen wir mal wieder ein Festmahl. Hatte ich schon länger nicht mehr. Gönnung. Kind unterrichten passt. Fraktion hat sich aufgelöst. Ja, so langsam glaube ich, mögen mich die Vasallen auch wieder. Willkommen. Na, also der mag mich, der, die jetzt noch nicht, aber das wird. Ne, warte, das ist mein Hof. Wo ist mein Reich? Hier, Vasall. Pech gehabt, Pech gehabt. Ja gut, die mögen mich alle nicht. Aber ist egal. Manche mögen mich, andere nicht. Easy. Geld. So. Meine Armeen stehen immer noch nicht gut. Stalljungen rettet diese Leute vor sich selbst. Das Essen war in vollem Gange und es war auch schon viel zu viel getrunken worden, als Landina entschied, dass es an der Zeit sei, ein wenig zu reiten. Meine Ställe waren längst verschlossen, doch mit ein wenig Hilfe von Königin Raimond zog Landina schon bald an der Spitze einer Gruppe eifriger Reiter in die Halle ein. LOL! Niemand hatte meine Tiere auch in Ansatzweise im Griff und es gab viel Gelächter, Gefluche und gebrochene Knochen, als Männer und Frauen von Pferden fielen, die in der Halle umherwanderten. Lustig. Die anderen Kreaturen im Stall kamen nicht viel leichter davon. Und eine Ziege brach. Achso, ja. Hätte auch Tiere schreiben können. Brach unter dem Gewicht von Bürgermeister Eberhards Schier zusammen. Cool. Warte, was war das? Okay. Nice. Nice. Also, ich habe 7000 Truppen, aber das dauert. Macht der was? Verstärkungsrate. Kriegs. Ja, bumm. 6500. Kann ich dir jetzt endlich den Krieg erklären? Gib mir bitte ins Bild. Meinung fest mal endet. So. So, die sammelt sich auch noch. Nur noch ein Tag. Oh, die ist schnell. Ich brauche 177 Tage. Das ist lange. What? Uff. Kommt mal alle her hier. Wieso nicht? Uff. Hallo, uff. Ich muss den ablenken. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Muss ihn irgendwie ablenken. Für ein halbes Jahr. What the crap, man. Das ist jetzt uncool. Ich habe in letzter Zeit wohl zu viel Krieg geführt. Ausgezeichnet. Ja, kommt alle bei. Bitte. Ganz wichtig. So, der steht jetzt da. Geht weiter. Na gut, dann kann ich den Hauptsitz einnehmen. Königin Magna Trude. Ja, das ist die selber, ne? Das ist die Herrscherin. Die führt es an. Okay. Ja, ich werde das. Am Anfang werde ich ein bisschen verlieren, aber das ist in Ordnung. Okay, der haut wieder ab.
da so lange brauche, ist halt bitter. Hier würde ich 8 Tage hin brauchen. Oh ja, das war knapp. Hallo, das schafft's dann nicht. 5 Tage, 6 Tage, 6 Tage. Oh, das schafft er. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich habe zwar mehr Dings, aber der hat mehr Truppen. Und Truppen gewinnen einfach. Ja. Okay. Die Söldner sind aufgerieben. Bedauerlich. Das hat weh. Ja, dann ziehst du dich halt erstmal zurück. Ja gut, muss ich jetzt warten. Dann kann ich gerade nichts ändern. Tut weh. Das wird der nie hinkriegen. Wir sammeln sich halt noch 100 Tage, das ist halt schon viel. Hätte ich aufpassen müssen. Aber okay, so ist es halt, ne? Steht unter Belagerung. Gefangen genommen. Ja, gut. Okay, das ist nicht schlecht. Die sammeln sich halt immer noch, oder? Sind jetzt endlich fertig. Sie sind fertig mit Sammeln. Gut. Das gewinne ich doch jetzt, oder? Kommt schon. Ich habe einen 20er gegen den 18er. Der Wurf ist halt schlecht. Was hat er? Waldkämpfer. In Wäldern und Tiger. Wir sind im Ebenen. Ich habe Verteidiger. Er macht halt schon 26 mehr Schaden, ne? Der Mentor ist verstorben. Höfling und Hofarzt. Die komische. Nee. Wird der schon unterrichtet? Vormund, ja. Da wird krass gekämpft, ne? Die sind ordentlich in der Verteidigung. Oh, weg. Ratsmitglied ist verstorben. Oh, es stirbt aber gerade viel. Ich sollte gucken, dass meine Ratsmitglieder nicht alle dauernd in Zeugs kämpfen und da sterben. Das ist halt gefährlich, ne? Da muss ich künftig besser aufpassen. Weil gute Ratsmitgliedwerte wären schon wichtig. Kann ich nicht mal wieder Ritter holen? 10 Stück. Ja, aber der kann nichts. So, jetzt holen wir uns erstmal das Land da oben zurück. Oh, warte, da geht was. Drei Monate. So. Wie wär's mal, wenn wir ein paar Befehlshaber hinstellen? Wo bin ich eigentlich als Befehlshaber? Keine Ahnung, weiß wieder nicht mehr. Aha. So,
So, Rittertreffen wieder ein. Es geht hier ab, Mann. Uff! Krass. Ja, Ritter. So, dann jagen wir jetzt mal. König Orson beeinflusst, das ist gut. Will immer noch nichts. Wir reiten jetzt aber langsam, diese Klippe sieht steil aus. Ja. Ja. Also. Nee, also ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Klippe sieht steil aus, ist mir zu gefährlich. So. Dass der König Orso Bumskorb, der da, der ist stark. Die Jagdbeute, wir bleiben dran. Okay, meine Welt schrumpft auf die Natur um uns herum zusammen, als wir dem Tier auf seiner Flucht durch eine Schlucht folgen. Ich reite an der Seite von Graf Imnacher und höre den Donner der Hufe, das Bellen der Hunde, das Schreien der Männer, das Blut pocht meinen Adern, als sich der Abstand langsam in mir verringert. Du hast Kinder. Du hast einen Prinzen und eine Prinzessin. Die hat schon einen Ehepartner. Unwahrscheinlich. Schade. Ja, aber den werde ich halt nicht. Ich habe halt keine Töchter mehr, ne? Nee. Ich bin auch schon alt. Das ist bedauerlich. Oh oh. Ah. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Oh Mann, hoffentlich komme ich da noch rechtzeitig an. Ein guter Schuss. Ich weiß, dass der Schuss tödlich ist, bevor der Pfeil sein Ziel gefunden hat. Als das Tier zu Boden geht, gehen seine Todesschreie unter in unserem Siegesgebrüll. So, ich komme noch mit rauf. Das ist okay. Rückkehr aus der Wildnis. Gestärkt nach Hause zurück. Mein verwundeter Vasallen. Mein Radspitzel wurde verwundet und die Wunde scheint tief zu sein. Ich fürchte, dass wir nichts tun können. Nee, dass sein Körper nicht darin, dagegen anzukämpfen. Mir ist, als ob der Tod bereits in seinem Bett zur Stadt sitzt. Schwer verletzt. Ja, das ist natürlich schade. Des freien Mannes Glücks. Heribert, ein freier Pächter in Ingolstadt, hatte dank seiner sorgfältigen Planung die Saison gute Ernte. Jetzt möchte er mir mit einem Teil des Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen. Okay. Oh, der ist gut. Der ist auch intelligent. Aber er ist ein lüsterner Typ. Ein Paranoid auch. Aber er hat einen sehr guten Wert. Sieht meine Anspannung ausgeht. Aber er ist gut. So, ich muss jetzt mal meine Ritter. Pass auf. Vasall ist nicht so schlimm, tatsächlich. Ratsspitze. So. Und der ist gut. Welche sind gut? Ratsspitzel ist gut. Ritter ist gut. Und Verwaltung ist gut. Ratsmarschall? Nein. Ratsverwalter? Nein. Nein. Okay, also ich schaffe es. Nee. Das nimmt er noch schnell ein. Oh, da kommt schon wieder ganz viel Bumskram. Schaut mal.
Befestigungsstufe ist auf einmal zu hoch. Aha. So, Kontrolle gehört wieder uns. Das gehört uns. Belagerung gewonnen. Gut. Warte mal, ich kann doch da eigentlich drauf. Der braucht 9 Tage. Der will in 11 Tagen weg. Der kommt in 13 Tagen dazu. Easy. Unwürdige Bauern. Mein Kind. Jesus. Sieht irgendwas. Verbrecher. Ich habe keinen Bock auf Anspannung. Es ist nicht mein Erbe. Und arrogant ist gar nicht so schlimm. Und wer da arrogant ist, okay. So, jetzt wird hier wieder geböllert. Wieder ein schöner Freewin. Dankeschön. Es kommen noch mit Truppen nach, aber das ist dumm. Von ihm. Hä? Haben wir verloren? Nee. Haben wir nicht. Leerer Ratsposten. Spitzel. Das ist schlecht. Rekrutieren. Immer. Ja gut, die kann kein Ritter sein. Höfling. Gut. Stören. So. So, die hauen ab. Bisher sieht's gut aus. Ich habe weit weniger Geld gemacht in diesem Krieg, als ich wollte. Aber hey, ich kann jemanden einkerkern. Ist ein Verbrecher. Bringt mir aber nichts. Wir können es trotzdem versuchen. Ist egal. Der macht Geld, das ist gut. Was haben wir hier? Zwischen den Fronten. Heute herrscht Unruhe zwischen den Kindern. Theodelinda wollte vor den anderen eine Predigt halten. Josef ging dazwischen und versuchte nach Kräften sich zu verteidigen. Sie zu verteidigen. Von anderen Kindern. Aha. Tapfer, tapfer ist gut. Kampfgeschick, Kriegsführung. Tapfer ist gut. Sei tapfer. Leute, ihr müsst nur euren Haushalt hinkriegen. Das ist okay. Ja, da gibt's Geld. Das ist gut. Verräter. Ja, die haut ab. Das ist okay. Die haut ab. Ein gutes Geschäft. Danke. Okay. Ich bin immer noch hier am Rumbelagern. So, ich könnte das jetzt erstürmen. Mache ich jetzt auch. Ist natürlich sehr teuer. Aber dann geht's mal vorwärts hier. So. Gut, das hat mir viel gebracht. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Um mich wieder ein bisschen zu sammeln. Ja. Gut, weil die Kompanie ist fast ganz ausgelöscht worden. Ist alles nicht so schön. Fraktion geschaffen. Populisten ist egal. Ritter eingetroffen. Der kann was. Der kommt an meinen Hof. Der ist sogar Meisterjäger. Wow, 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 wow. Das ist nice. Gut. Okay, da scheint irgendwie nichts mehr zu geben an Kompanie. Ist die jetzt total zerstört worden oder? Was habe ich denn? Kompanie des Sterns. Kompanie des Bullen. Hier.
Oh. Sieg, so sei es. Gut, das war der Krieg, an dem ich mitgemacht habe. Also ihr seht ja nicht, wenn ich Anführungszeichen mache. Egal. So. Passt. Ich sag's ja oft so, ich weiß. Aber ist halt auch viel zum so machen. Hm? Achtbar. Er hält das Kriegsziel. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal nach Innsbruck rüber, oder? Oh, den könnte ich auch noch nehmen. Oh Gott, die Bürde der Liebe. Ich hege ihr gegenüber starke Gefühle. Doch Königin Raimond benötigt so viel Aufmerksamkeit und Zuneigung. Und das ist in Zeiten wie diesen schwierig. Sie weiß, wie wichtig meine Pflichten als König sind. Von daher kann ich natürlich nicht jede Stunde meines Tages mit ihr verbringen. Ja, mein Gott, passiert. So, jetzt stürmen wir da mal schnell. Rupp, das ist sehr teuer. Das ist super teuer. Aber jetzt gehört's uns. Und dann nehmen wir noch irgendwas ein. Hier vielleicht. Recht, schlag mich tot. Ach, das wird schon gehalten. Stimmt. Dann halt da drüben. Oder da oben. Hier, da ist doch gut. Ja, das ist nichts wert. Nee. Ja, dann das Ding. Ist okay. So viel Lösegeld. Ich kann Ihnen einen Vormund vorweisen. Ach, schon wieder. Euch zurückziehen. Das macht Sinn. Leb wohl. So, endlich wieder frei in meinem Denken. Anspannung, tschüss. So. Goslar kann ich nicht ausbauen. Nördling kann ich nicht ausbauen. Ansbach kann ich noch ausbauen. Das ist gut. Da wird noch hier gebaut und hier gebaut. Ingolstadt ist fertig. Fürstengebäude gehen leider immer noch nicht, weil ich immer noch nicht Burs habe. Kriege ich eigentlich alles aus der vorherigen Sache? Nö, ne? Ne. Burs, das dauert noch. Königliches Vorrecht gibt's bald. 12 Monate. Das wird wichtig. So. Wir haben's. Forderung erzwingen. Ich erhalte die Grafschaft von Innsbruck. Seid gegrüßt, König Gundbär von Sion, möge euch der Weisheit stets fremdbleiben, genau. So, dann auflösen, tschüss, Krieg, Ende, Innsbruck, Mainz. Was kann ich hier bauen? Schwarzes Silberbergwerk, Gönnung, gib her. Das ist nice. Das Gute ist, das ist schon bayerisch und katholisch, perfekt. Und ein schwarzes Silberbergwerk und sogar ein Fürstengebäude, Innsbruck wird, uff, geil. So. Ihr könnt den Titel Herzogtum von Tirol schaffen. Ja. Aber wenn ich den halte, wie viele Fürstentitel darf ich denn haben? Das ist das Ding. Wie viele Titel darf ich haben? Genau, können geschaffen werden. So, das gehört mir. Ich könnte es schaffen. Das Ding ist bloß, wenn ich das mache, also ich könnte mir noch Brixen und Lienz und Blablub holen, das wäre alles möglich. Das könnten wir sogar schon, easy. Da ist eine flache Erzmine drin. Cool. Wo sehe ich denn, wie viele Herzogtümer ich haben darf? Das wird mich jetzt mal interessieren. Herzogtum zu groß? Nein. Der Träger. Herzogs Hauptsitz. Kriegsgrund? Treuherzig? Nein. Anzahl Titel. Anziehung. Titel.
Titel übernehmen, Titeltreue. Okay. Finde ich nichts zu. Besitztümer. Feudal. Ich kann eine Nebenlinie schaffen. Ich kann Zeugs machen. Lehnsautorität. Vasallenschwelle. Oh, ich darf noch viele Vasallen haben. Schrecken, Meinung, Feudal. Republik. Das sind eigentlich auch alle, die bloß irgendwie zählen. Den müsste ich gerne auslösen. Ist okay. Das sind interessante Übersichten. Herzogtum von Tirol. Nicht erstellt. Könnte ich erstellen? Hätte ich dann? Gibt Prestige, kostet Geld, aber ich brauch's gerade nicht. Und ich sehe halt nicht, weil vorhin haben sie gemeckert. Öh, ich habe zu viele Herzogtümer. Ich habe jetzt 1, 2 Stück. So, weil dann müsste ich wieder was weggeben, ne? Will ich auch gar nicht, weil Innsbruck soll mir gehören. Ja, das ist egal. Für 99, pass mal auf. Also, na, das ist halt. Wenn sie dann wieder meckern, dann muss ich das wieder loswerden. Dann muss ich wieder hin und her schieben. Und das ist halt dann wieder so frustrierend. Ich lasse es. Es ist dumm. Ich lasse es. So, der kommt langsam ans Gold ran. Der braucht halt noch Zeit. Der müssen sie halt sparen, die Leute, ne? Wieder Fraktionen geschaffen. Unzufrieden. Okay, Schwester ist gestorben. Anspannung. Uff. Okay, ich mache jetzt hier Ende. Es gibt nichts mehr zu tun. Aktuell. Ich habe auch nichts auf für den Zettel zum Aufschreiben. Ich bin dann am Maximum meiner Besitztümer. Ich habe mega viel Frömmigkeit, ich habe mega viel von allem. Ich bin wohlhabend des Todes. Das einzige, doch warte, was ich brauche ist das königliche Vorrecht. Das gibt es in 4 Monaten. Und dann muss ich unbedingt die Festungsmauern bauen. Und Burs wären auch gut, aber das wird noch dauern. Ja, da wird gebaut. Augsburg ist durch, das weiß ich. München, whatever. Ravensburg. Da können wir noch was bauen. Armeelager. Grünendes Land. Ja, grünes Land ist gut. Innsbruck. Warum kann ich hier nichts bauen? Ach, das wird noch gebaut. Wie lange? 2 Jahre. Uff. Ja, und da oben, Goslar, bin ich auch durch, ne? Natürlich könnte ich das Zeug weggeben, dass ich sag, hey, aber ich, warum sollte ich, ne? Das ist halt 5 Gold, was mir Goslar gibt. 9,1, das ist halt 1/4 meines gesamten Einkommens, ne? Warum sollte ich das aufgeben?
So, also ich mache jetzt hier Ende und dann gucken wir nächstes Mal, was passiert. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.